Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast und alles, was dazu gehört. Wir haben leider noch keinen Gewichtheber hier, aber dafür einen der stabilsten Powerlifter, und zwar Pascal Zu, Bodybuilding in the Building. Was geht ab, Pascal? Jö, nicht viel da. Ja, mir geht's gut, alles super. Wie geht's da unten in Süddeutschland? Ich bin nicht in Süddeutschland, wir sind Du bist in Süddeutschland, Mann. bei Bielefeld, das ist hier. Bielefeld existiert gar nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was die Leute von Bielefeld kennen. Kann das sein? Richtig. Nein, hier oben im Norden, also im richtigen Norden, sagen wir alles unterhalb des Weichwurst-Äquators, was der Nord-Ostsee-Kanal ist, für die, die es nicht kennen, der Teil zu Schleswig-Holstein, ist Bayern. Das heißt, du wohnst in Bayern. Du wohnst eigentlich wahrscheinlich sogar schon in Italien, wenn man die genaue Definition eines Norddeutschen Spanier, nimmt. Spanier. Ja. Ja, ich höre die Diskussion oder habe die Diskussion öfter mal mit dir und Damien gehört, tatsächlich. Flensburger Berge, das kennt man. Ist bekannt, ne? Ja, so ein bisschen. Wenn wir schon dabei sind, Pascal, hier kurz vorab, wie viel Bodybuilding steckt noch in Pascals Hub, Bodybuilding in the Building? Weil eigentlich bist du ja Powerlifter, was ist da los? Ja, eigentlich ziemlich wenig. Also ich habe noch ziemlich viel Bock eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mir viel Bodybuilding an. Ich gucke mir mehr Bodybuilding-Content an auf den Medias so als Powerlifting, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache es halt nicht mehr. So, ich würde es auch noch gerne machen, aber ich habe ja immer Natty Bodybuilding gemacht und also ich weiß, heutzutage ist der Standard halt echt krasser, die Natties, die man sieht. Aber ich habe so ein bisschen, wie sagt man, Body Dysmorphia oder so Little Man Syndrome. Ich fühle mich dann viel zu klein und dünn und so. Deswegen kann ich es nicht mehr machen, mach lieber Powerlifting. Aber hat das nicht jeder auch so, wenn du Freizeitsportler bist? Also, ich meine, guck dir das im Gym an, also du kannst ja gar nicht zu dicken Arm haben, so. Nee, kannst du auch nicht, deswegen, man kann nicht gewinnen. Im Powerlifting kann man aber auch nicht stark genug sein, das ist ungefähr äquivalent. Aber beim Bodybuilding wird das halt mehr deutlich, ne? Wenn du ins Spiel guckst und du flexst so. Und das Krasseste ist immer, also in meiner Bodybuilding-Diät, wo ich mal eine Show gemacht habe, 2014, ne? Ja. Habe ich mich wirklich runterdiätet und es war nie so, dass ich im Spiegel gesehen habe, so ich sehe gut aus. Aber wenn ich jetzt die Bilder zurücksehe, sage ich halt krass, ich war schon zu manchen Zeitpunkten nicht alt und auch nicht zum Wettkampf. War ich halt schon shredded so. Also da waren schon wirklich Feathers so auf den Oberschenkel und so. Und das habe ich damals nie gesehen. Nie. Und ich dachte, das wäre auch normal. Ich dachte so, nee, so kannst du auch nicht auf die Bühne gehen. Ne? Und im Umkleid, also in dem Warm-up-Raum vom Wettkampf, gucken so ein paar andere Athleten so dich an so und ich so, fuck, die lachen bestimmt. Ich bin bestimmt wie diese Memes halt. Ne? Und dann siehst du die Videos und platzierst auch noch gut und denkst dir halt so, krass, so schlecht kann ich gar nicht gewesen sein. Also das hat mir Bodybuilding auf jeden Fall auch gezeigt, so, dass ich da eine extrem gestörte Selbstwahrnehmung auch habe. Ne? Was hast du auf der Bühne gewogen? 76 bei 1,75 Meter groß. Also, Auch ich so war ein so Riese. ganz, Ist auch so ein ja, Riese. ein Riese. Ich habe mich ins Mittelgewicht, glaube ich, reingedrückt damals in der GmbF und ja, war lustig. Aber ich hätte eher, ich glaube, in Richtung 72, 73 gemusst. Also, ich war zwar schon noch akzeptabel in Form, nicht bei heutigen Standards. Heute wäre ich also schon Platz 30 geworden, so. Aber damals ging das noch. Da konnte man noch ein bisschen weniger hart kommen. Aber ich bin damals Vierter geworden. Aber es hat, also, wenn ich jetzt schaue, ja. Also, das ist das Einzige, was mich noch ein bisschen stört und im Bodybuilding auch hält. Ich würde eigentlich gerne nochmal eine Prep machen mit all den Dingen, die man jetzt besser weiß. So. Ich habe auch noch wirklich so einen typischen Watercut gemacht. Deswegen war ich, glaube ich, auch super flach nachher auf der Bühne. So, ne, so richtig mit Wasser und meine Stresshormone. Also, es muss so hoch alles gewesen sein. Ich habe auch wirklich 6 Monate nur Brokkoli und Reis gegessen und Hähnchenbrust. Und meine Vorbereiterin meinte: Nein, nicht Hähnchenbrust, sondern Pute. Und ich hasse Pute. Ich weiß nicht, wie es so andere sehen, aber. Andersrum, auf jeden Fall andersrum. Ja, Pute auf besser jeden als Fall, ne? Hähnchen. Und sie so, nein, Nein. Pute. Und ich so, nee, weil das ist dasselbe so. Das ist halt einfach Protein am Ende. Und sie so, nein, Pute, muss Pute. Pute macht diese Streifen und so. Und ich so, alles klar. Aber habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach Hähnchen gegessen. Deswegen sah ich wahrscheinlich auf der Bühne auch nicht so gut aus nachher. Hätte Pute Safe. nehmen sollen. Nee, also ich würde tatsächlich auch sagen, eher Pute als Hähnchen. Weißt du warum? Das hat eher so eine Fleischstruktur. Hähnchen sind immer so, das ist so, weiß ich nicht. Also Pute hat diese Fleischstrukturen, genau deswegen mag ich sie nicht so gerne. Also vielleicht auch, weil ich nicht kochen kann, ne? Machen wir uns jetzt nichts vor. Also vielleicht wären die für mich zu zäh und so, weil diese Fleischstruktur so stark ist. Hähnchen konnte ich eigentlich immer ganz gut kochen, so. Ja, ich muss sagen, also Kochen ist schon sowas, was ich mag, deswegen vielleicht liegt es daran. Ich mache auch den besten Ramen. Also, du kennst Ramen? Also das, was um ein Bild rum ist, ja, kenne Nee, ich. nee, Ach, das, ich weiß, ja, ich das, weiß sehr das gern Ramen. ja, ich behaupte hier immer in diesem Podcast immer, ich mache den weltbesten Ramen, besser als jeder Japaner, aber es ist immer, ja, ist immer leicht zu behaupten, wenn das keiner prüft, ne? Ja. Deswegen ist Internet ist super. Aber würdest du denn, wenn du jetzt wieder diäten würdest, abseits von Hähnchen und Pute, dass du jetzt Hähnchen oder vielleicht doch eher Pute essen würdest, beispielsweise im Training was ändern? Oder würdest du das genauso so machen wie jetzt oder so wie früher? Nee, nicht so wie früher, weil früher bin ich halt wirklich einfach nur ins Training und wichtig war an dem Tag halt alles rauszuholen. Also ich hatte keinerlei
längerfristig sinnvolle Strategie, keine Belastungsparameter überwacht, sondern einfach immer gekillt jedes Training. So, das war so der Plan. Das war eigentlich auch ganz gut, weil ich kam damit immer ganz gut weg. Irgendwie habe ich es dann doch scheinbar so eine ganz gute Dosis getroffen. Ne? Aber da würde ich auf jeden Fall ein bisschen strukturierter vorgehen. Aber ich würde auch versuchen, natürlich mir das zu behalten, so ein bisschen zu ballern. Weil das, was ich als am geilsten empfinde, wenn ich zurückblicke, waren diese Trainings halt. Und ja, würde ich jetzt sagen, ich hätte mir die so ein bisschen korrumpiert durch einen überverwissenschaftlichen Herangehensweise oder so. Weiß nicht, ob mir das auch Spaß nehmen würde. Und da bin ich jetzt so weit, dass ich sagen würde, ich würde auch bereit sein, vom Optimum wegzunehmen, einfach dafür, dass ich mehr Spaß habe. Und das wäre ich früher nicht bereit gewesen so und auch im Powerlifting nicht. Das bin ich mittlerweile viel mehr, weil ich den Prozess viel mehr liebe. Ich liebe so den Prozess, also der Tag des Wettkampfs, ne, hat mich gar nicht mehr gejuckt, im Bodybuilding nicht und auch im Powerlifting juckt es mich verhältnismäßig wenig. Ich mag dann wirklich lieber so diese Vorbereitung, die Zeit dahin und jedes einzelne Training mehr zu genießen und das ist ja auch das, was bei unseren Sportarten so den großen Bauch ausmacht, ne, diese lange Vorbereitungszeit. Der Wettkampf nachher ist so das i-Tüpfelchen, aber bei meinem Bodybuilding-Wettkampf war es tatsächlich so, ich hatte auch an dem Tag, ich habe auch den Tag gevloggt damals, ich habe es auch im Video gesagt, als ich von der ersten Bühne kam, also von der Vorrunde, dass ich eigentlich mehr, also ich hätte das auch komplett weglassen können. Ich hätte einfach hinfahren können und einfach nicht gehen, also nicht auf die Bühne gehen, einfach mich ins Publikum setzen und zugucken, es hätte mir gereicht so, es hätte mich befriedigt. Also, ich weiß nicht, das hat mich nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Das war auch der Grund, warum ich dann Bodybuilding nicht mehr gemacht habe im Anschluss, nur noch kurz. Im Powerlifting ist das nicht richtig so, aber der Prozess ist halt was man lieben lernen muss, finde ich so ein bisschen. Und da muss man immer so ein bisschen vielleicht den Mittelweg finden zwischen dem, von dem man weiß, das funktioniert wirklich besser, aber ich hasse es. So, da muss man sich fragen, wie lange halte ich es durch, was zu machen, was ich hasse, ne? Und vielleicht für bessere Ergebnisse, aber wie viel besser? Wie viel besser ist es? Ja, generell Dinge zu machen, die man hasst, ist immer so eine Frage von, wie lange kann man sich irgendwie selbst geißeln? Ne? Es ist ja überall im Leben so, du machst ja ständig Dinge, die du vielleicht nicht so magst, aber dann mal länger oder mal weniger durchziehst. Das ist halt dann die Frage, ist dir das Ergebnis wichtig oder nicht? Was würdest du denn lang, also jetzt rückblickend, wo du beides gemacht hast, du hast ja beides, wenn man so sagen möchte, irgendwie so professionell gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise als Wettkämpfer, was ist so der gravierendste Unterschied im Training jetzt? Ernährung kommen wir auch gleich, aber so Training? Ja, also so substanziell. Ich denke, im Powerlifting, du musst schon irgendwie auf eine gewisse Art jedes Training performen und in meiner Bodybuilding-Zeit, aber ich kann das jetzt nur auf mich beziehen, Leute, ja? Ich kann nicht sagen, ob das de facto für jeden so ist, aber für mich war es immer so, in einem Bodybuilding-Training konnte man auch hingehen, wenn man nicht so motiviert war, man hatte einen schlechten Tag, man war ein bisschen platt, dann hast du halt ein paar Warm-Up-Sätze mehr gemacht und dann bist du du hast dieses so, wie ein Läufer sagen würde, dieses Runners-High bekommen, du bist so im Training angekommen, die Musik war und dann bist du so mit dem Flow gegangen und hast so geil trainiert und Training hat Spaß gemacht und Powerlifting ist extrem strukturiert für mich geworden. Du weißt ganz genau, was du machen sollst eigentlich und auch ganz genau, dass du das machen musst, egal wie du da, wie du dich fühlst. Und das nimmt natürlich so ein bisschen Verantwortung von dir, weil du musst dich nicht mehr um so viel kümmern, aber auf der anderen Seite ist auch ein Druck, so jedes Training. Also der ist wirklich jedes Training da, dass du gewisse Dinge zu tun hast und das nimmt den Spaß. Also mir nimmt es hart den Spaß. Ich kämpfe damit ein bisschen, ich versuche mir das so zu gestalten, dass es mir trotzdem Spaß bringt, aber es ist schon lange nicht mehr so, dass oder in die meisten Trainings gehe ich nicht mit Bock rein, so. Auf die freue ich mich gar nicht. Die hasse ich so. Aber wenn du dann drin bist du da und dann am Ende weißt du auch, wofür du sie machst. Wenn du dann auf lange Sicht belohnt wirst, also du hast einen krassen Belohnungsaufschub und im Bodybuilding war es irgendwie schon noch so, dann bist du nachher und ziehst dich um und postest ein bisschen hinten oder in irgendeinem Spiegel und dann fühlst du dich auch wieder ganz nice. So im Powerlifting hast du es halt nicht. Du gehst eigentlich immer frustriert raus, weil du bist immer so dieser entgangene Gewinn, den du antizipierst, weil ich hätte ja doch mehr machen können oder so, der tut voll weh. Weißt du, den hast du im Bodybuilding nicht. Ja. Also du hast nicht so, hätte ich mich heute mehr angestrengt, wäre jetzt mein Peak ein bisschen höher. So, aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich gucke mir mein Lifting-Video an, denke ich, mag ja ein kleiner Missgroove, man, da kann deinen Tag machen. So. Das muss man halt nicht an sich ranlassen, klar. Aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, so, das fällt mir irgendwie schwerer. Also da war Bodybuilding geiler. Aber wenn ich jetzt Bodybuilding machen würde, wäre der Ansatz wahrscheinlich sowieso ähnlich. Das heißt, heute wird es vielleicht nicht mehr so gelten. Ja, ist so spannend. Also irgendwie im Bodybuilding kannst du halt immer irgendwie so ein bisschen deine Leistung abrufen, wenn man das so nennen will, weil du kannst dich vor den Spiegel stellen und dann so ein bisschen flexen und gucken, okay, sieht das stabil aus oder nicht und dann vergleichen mit alten Fotos. Im Powerlifting kannst du das nicht einfach ausmerzen und sagen, okay, jetzt beuge ich 10 Kilo mehr. Du musst dich voll dran gewöhnen, dass du sowieso dieses eine Max, was du in dem einen Wettkampf gewonnen hast, nur eine absolute Momentaufnahme ist, die gar nicht immer gilt. Du kannst nicht ins Gym gehen und sagen, ja, ich beug 305, ja, lad mal auf, zeig. So, ich beug auf keinen, also an den meisten Tagen beuge ich nicht 305, Und das ist natürlich so, man muss, es ist schwierig, weil man muss dem vertrauen, was man kann. Aber man muss auch wissen, dass man die meiste, also Training senkt schlussendlich erstmal kurzfristig deine Leistungsfähigkeit. Das heißt, du wirst schlechter sein.
Und dann musst du eben wissen, wenn ich mich dann wieder vorbereite, werde ich wieder besser. Diese Schwankungen sind natürlich jetzt nicht so heftig, ne? Also ich kann schon, glaube ich, so an jedem Tag, an dem ich ins Gym gehe, 280 beugen. Und das sind ja immer noch nur noch 10% weniger fast oder was von meinem 1RM so. An manchen Tagen leichter, an manchen Tagen nicht so schwerer. Aber schlussendlich ist es schon so, dass du natürlich so eine Zahl dir anpinnst, ne? Pinnst dir eine Zahl am Kopf so und mit der vergleichst du die ganze Zeit rum. Und du fängst ja auch an, submaximale Sätze hochzurechnen. Dann sagst du so, oh, 250, die muss ich eigentlich für einen richtig heftigen Dreier beugen können, schnell. Und da muss auch noch Luft sein. Und wenn du das dann an dem Tag nicht hast, dann fängst du halt wieder an. Also es ist halt auch ein krasses Mental Game so. Ne? Und im Bodybuilding, also der ein oder andere wird es bestimmt kennen. Vielleicht ist das Äquivalent so zu diesem so mäßige Body Dysmorphia. Du guckst in den Spiegel, bist klein heute. Im Bodybuilding kannst du halt einen Hoodie drüber ziehen so. Und dann trainierst du halt so mit deinem Pump-Cover erstmal. Aber das sind auch ein bisschen Milchmädchen-Vergleiche, die ich gerade ziehe. Weil jeder, der ernsthaft Bodybuilding macht, der weiß auch, dass das für die auf irgendeiner anderen Ebene auch zutrifft. Ne? Du hast ja auch eine Leistung. Du machst heute deine Squat Curls mit dem Gewicht oder so und das sieht immer ungefähr so aus und jetzt bist du mal ein bisschen weniger voll, dann hast du dasselbe, was ich auch habe bei 250 Beugen. Also ich glaube, grundlegend sind die Mechanismen dieselben. Ja, spannend. Ich hätte jetzt, weißt du, manchmal ist man total raus, wenn man so zuhört. Man hat, kennst du das? Du erzählst was und man greift was auf und denkt so, ah, das frage ich gleich, weil das hat sich spannend angehört. Und dann redest du weiter und dann vergisst man es einfach. Ich kenne das Wenn sehr man gut. einfach zuhört, weil du willst ja irgendwie folgen dem Satz und nicht einfach die ganze Zeit dran denken, so, okay, das muss ich gleich fragen, das muss ich gleich fragen. Deshalb habe ich immer so eine kleine Liste mit so Sachen, die ich mir aufschreibe für den Notfall, wenn ich Ja. mal nicht weiter weiß. Weil du bist ja auch, also man muss immer sagen, wenn Original. man so einen Podcast macht, wenn du eingeladen bist, bist du ja nicht wirklich nervös, weil du wirst ja irgendwie so da durchgeleitet. Ja. Aber als jemand, der Leute einlädt, hast du ja immer so eine gewisse, du musst halt performen in dem Sinne, weil du irgendwie so einen Leitfaden gibst. Und das ist manchmal ein Ich kenne bisschen das voll. schwierig, ne? Ich Aber mache ja manchmal Interviews mit Leuten auf meinem YouTube-Kanal und ich gehe da ja. genauso rein immer, weil ich bin halt echt null der Typ, der sich dann so groß vorbereitet. Ich möchte, also ne? Und dann sitzt du da, vor allem wenn man sich das erste Mal spricht, so wie wir Ja, jetzt. Wir sprechen das erste Mal. genau. Dann kannst du noch nicht genau abschätzen, so wie ist der überhaupt drauf so richtig. Und dann gibt es so ein bedrückendes Schweigen. Das ist, also ich kenne das sehr gut. Ich bin da auch richtig schlecht drin. Also wenn du jetzt in der Uni eine Präsentation hältst vor Na, hör 1000 Millionen auf. Studenten und deinem Prof, kein Problem, weil du weißt, wo du redest, du hast einen Leitfaden. Aber in einem Podcast so, man will ja Freiheit haben, über was man redet und Sachen aufgreifen und so, aber man will auch ein bisschen so seine Fragen abarbeiten, aber es soll halt nicht Ja, zu hart kommen, ne? genauso. Ja, fühl dich wie zu Hause, du kannst ja auch schneiden. Du kannst auch einfach schneiden. Nee, nee, Machst, sprich Pausen und schneide. ich schneide eigentlich nie, weil ich denke mir dann immer so, ach, weißt Ja. du, man mag das ja selber auch so ein bisschen, wenn das nicht so gestellt wirkt, weil wenn du Nee, ist immer, so. ne, wie du sagst, diese abgehackten Fragen, aber ich kann mal was Spannendes erzählen und zwar hätte ich heute fast den Podcast hier verschieben müssen und das wäre dann wahrscheinlich dann nie zustande gekommen, weil du kennst es selber, wenn jemand dann ständig aufsteht, dann denkst du so, ach Junge, leck mich, Der der junge geht mir auf den Moritz. Sack Ah, so, du der. hattest doch heute Morgen irgendwas Wichtiges, oder nicht? Hast du nicht gesagt, dass. Ich hatte heute zwei Präsentationen, weil jetzt Ach Semesterende so. ist. Ich bin ja noch Genau. Student und so. Übrigens ganz spannend, warum, also abseits davon ist es spannend, warum ich dich gerne als Gast haben wollte, weil ich erinnere mich an so eine, du hattest mal, glaube ich, mit Damien vom Kraftraum-Podcast diese Episode aufgenommen, wo du ganz viel und sehr ausschweifend darüber erzählt hast, was du, wie so ein bisschen dein Werdegang war. Und das Spannende ist daran, dass während du so erzählt hast, ja, ich habe Hauptschulabschluss gemacht, dann habe ich dann war mein Leben so voll scheiße, weil ich diese Ausbildung da bei der Bundeswehr und aber ich kann mich sehr gut damit identifizieren, weil ich halt im Endeffekt so fast eins zu eins den gleichen Lebenslauf habe, bis auf die Bundeswehr halt, aber so eine scheiß Ausbildung, die du machst und dann denkst du so, ach, ich habe da gar keinen Bock drauf und dann holst du einfach den ganzen Scheiß nach und das war ein sehr, sehr motivierendes Interview, kann man sagen, weil ich zu der Zeit. Ich glaube, Realschulabschluss nachgemacht habe, mit die 24 oder sowas und dann Pizza ausgefahren habe und mir diesen Podcast im Auto angehört habe. Und Nice. deswegen ist das definitiv, oder warst du ein Gast oder bist ein Gast, den ich ganz spannend fand, hier so zu haben, weil das ist einfach eine Person, wo du so. Man hat ja immer auch das Gefühl, dass wenn du die Leute verfolgst bei YouTube, du kennst die besser, ne? Weil die kennen dich ja nicht. Also du hast immer das Gefühl, was ist das für ein Spinner, was will der jetzt von mir, warum will der Fotos mit mir machen, was auch immer. Aber die kommen ja mit so einem Gefühl auf dich zu, als wärst du schon fast deren Freund und das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, warum das heute fast nicht zustande gekommen wäre, ist, weil ich in der Uni ja eine Präsi hatte und im Endeffekt hätten wir uns dafür was eintragen müssen. Ich kann sagen, es gibt so Etapets, so Termine und ich lese halt keine E-Mails, weil du kriegst halt immer Spam
Und das stand halt in dieser Mail. Und dann kommst du dahin und er sagte, ja, sie haben um 19.30 Uhr Präsentation, weil sie sind die Letzten, weil sie haben sich nicht eingetragen. Ach so, perfekt. Und ich so, nein, Nervenzusammenbruch, ich sitze da so. Ich so, zu meinen Kollegen, wir müssen das irgendwie regeln. Und dann fängst du an, alle Leute anzuschreiben, alle zu fragen, weil die sind ja nicht alle da. Kennst du das? Stellen kommen 10 Minuten vorher. Und dann hatten wir zum Glück aber, ja, mehr oder weniger Glück, dass jemand tauschen konnte, weil sein Partner nicht gekommen ist. Und alleine darfst du nicht präsentieren, weil das ist Gruppenleistung. Ja. Auch wenn nur einer da steht und, ne, kennst du das? Ja, ich kenn's. Deswegen, ja, es wäre, also. Ja, ist entspannt, ne? Hättest mir ruhig, also hättest mir schreiben können, wir hätten das schon noch verschoben. Wäre kein Thema gewesen. Ja. Sagst du jetzt, aber wenn dir, du kennst das selber, wenn die einer da immer verschiebt, man. Alle, die mit mir Podcast wissen, wissen das, dass ich immer verschiebe, man. Echt? Ja, nicht immer, aber schon. Ich habe mir jetzt dieses Jahr überhaupt vorgenommen, mal wieder auch mal ein bisschen so einen Alltag reinzubekommen, auch mal wieder ein paar Podcasts zu machen. So, ich habe echt ein Jahr keine gemacht, so, weil mich das Hammer gestresst hat. Also so, ich weiß nicht, gar nicht mal so richtig, warum, aber mit Menschen interagieren und so ein Krams und auch die du nicht kennst und dann Podcasts und reden und so. Ich hatte einfach richtig keinen Bock drauf. War auch jetzt nicht das beste Jahr so, aber jetzt wollen wir dieses Jahr ein bisschen was anders machen. Deswegen dachte ich, komm, hau mal raus, wer Bock hat und schmeißt, also auch wenn du keine Lust hast, verschieben ist halt echt wack so. Ja. Mach's so. Und also wenn du hättest ja auch den Grund gehabt, das wäre alles ganz entspannt gewesen. Ne? Welches Thema überhaupt? Welches Thema war es? Präsentation? Deine Präsentation? Ich bin Architekturstudent, also das war dann Bauko. Über die Giebelstein. Nee, Bauko nicht ganz, also das ist schon so, dass du da dass du da halt richtige Pläne machst, also diese Ausführungspläne, okay. Und dann musst du die. Das ist so ein Scheiß, du gibst da 60 Euro aus, 70 Euro für so Kram, den du einmal zeigst, weil du den drucken musst, und das sind ja so A0, so riesige. Das ist einfach Scheiß. Aber wie war der Podcast-Marathon bisher? Also, du warst jetzt, glaube ich, in 3 Podcasts und ich habe alle durchgehört, weil ich muss ja natürlich Themen aufschreiben, die nicht überall besprochen werden, und dann ist das Problem, dass alle schon irgendwie vor dir alles besprochen haben. Ja, wir reden immer sehr ausschweifend auch in den Podcasts und ich rede auch immer ganz gerne. Weil ich sonst nie rede, weißt du, in meinem Alltag. Mhm. Ich bin ja so einzelselbstständig und ich rede manchmal wirklich einen Tag gar nicht. Also außer meiner Frau und meinen Kindern. Aber das ist ja dann auch oft so von dem einen Termin zum anderen. Also nicht Termin mit Menschen, sondern von dem einen Termin alleine zu dem anderen. Und dann halt den Kram zu Hause zusammenarbeiten. Deswegen tut das immer ganz gut, wenn man dann dabei ist. So. Aber nee, war ganz entspannt. Also waren ja auch alle Leute, mit denen ich Bock hatte, was zu machen, die ich auch schon meistens mal gekannt oder geredet habe. Deswegen war das auch ganz entspannt. Bist du denn gegenüber so neuen Menschen, wenn die dich jetzt anschreiben, ein bisschen misstrauischer oder, also was heißt misstrauischer, aber so, dass du schon hinterfragst, so was will der, weil im Grunde geht es ja darum, du teilst ja deine Reichweite mit mir in diesem Fall und du willst ja auch nicht so, dass die, weißt du, du willst ja nicht jeden Penner irgendwie, der was von dir will, ne? Also das, eigentlich nicht. Ich habe nämlich von Anfang an versucht, nicht so zu sein, weil das natürlich vorteilbasiert ist, ne? Und besonders für uns, Mann, ich war halt auch mal klein, also ich bin immer noch kleiner YouTuber und so ein Kram, keiner will mit mir was machen, so, weißt du, und hab halt auch null Unterstützung bekommen und hab halt immer gedacht, ist aber auch ein bisschen schwaches Denken, also jetzt mal ganz doof gesagt, wenn ich damals sagte, so Mann, keiner gibt mir eine Chance, deswegen komme ich nicht voran, man muss Sachen halt schon selber machen, man kann nicht damit rechnen, Chance zu bekommen, ne, aber ich habe mir immer gesagt, so hey, versuch das zumindest halbwegs gleich zu behandeln und ernst zu nehmen, also wenn jemand dich fragt und dich einlädt, dann gucke ich auch nicht darauf, so ey, was geht bei dem, wie groß ist der, was geht so, sondern wenn ich Bock hab, Zeit hab und es mir gefällt auf den ersten Blick, dann gehe ich rein und dann denke ich auch nicht mehr viel so groß drüber nach. Ne? Und wenn man natürlich so ein paar shady Sachen oder halt so übertrieben baity geschrieben, wir haben voll das an und bla, dann bin ich meistens raus. Aber die ist halt nicht so schwierig, also muss ich ehrlich sagen, das zu unterscheiden. Das siehst du echt so auf den ersten Blick schon so, ob das jemand ist, der wirklich Bock hat, dich da zu haben oder wirklich irgendwas von der Reichweite will. Und da muss man aber auch sagen, bin ich jetzt auch nicht der heftigste Reichweitenmensch. Also es ist ja voll überschaubar bei mir. Also es gibt 1000 Millionen Instagram. Man muss halt unterscheiden, Community und so ein Kram. Genau, ne? genau. Ist, wenn ich jetzt 30.000 auf YouTube habe und auch noch eng, also in einer Nische in Powerlifting und dann auch noch so recht enge Masche, wie heißt das? Engmaschi? Keine Ahnung. Wenn so ein, das ist so eng maschiniert. Engmaschiges Netz meinst du? Engmaschiges Netz, so. Das heißt, da kommen richtig viele Leute zusammen. Die sich halt eng verbunden fühlen, so doof gesagt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt. Ich bin hier, heute hat mich schon jemand gefragt, ob wann Coaching für Analogien. Ja, kommt bald. Mein Analogie-Coaching, weil ich so gut bin in Analogien, so wie gerade habt ihr ja. Das war wirklich gut, das war perfekt. Also das war ideal, ne? Genau, wovon habe ich überhaupt geredet? Genau, das heißt, diese Reichweite ist halt gegenüber dieser rein quantitativen, die du manchmal auf Instagram siehst oder TikTok vor allem. TikTok ist ein richtig heftiges Beispiel, ne? Ja, da gibt es ja auch mittlerweile ein paar deutsche Bodybuilder, die haben halt richtig hohe Reichweiten, ne? Aber wenn die jetzt irgendwo hingehen zu einer DM oder so, macht halt auch keiner ein Bild mit denen oder so. Und wenn die jetzt ein T-Shirt in ihren Shop tun, verkaufen die auch kein einziges T-Shirt so oder vielleicht drei so.
Und da muss man halt so ein bisschen unterscheiden zwischen dieser rein quantitativen und halt dieser qualitativen Reichweite, die vielleicht absolut nicht so groß ist. Also ich glaube, ich fast 30.000 auf YouTube, auf Instagram 25 und da stagniert schon lange. Das ist eigentlich nicht viel. Also eine Firma wird sagen, Digga, was ist das? Aber wenn man halt mal dahinter schaut, dass ich damit schon lange gut leben kann und zwar echt gut so und gute Umsätze generieren, da sieht man halt so ein bisschen den Unterschied zwischen dieser quantitativen. Ne? Aber deswegen, wenn du jetzt rein auf die Zahlen guckst, dann wird wahrscheinlich jetzt der Podcast hier nicht 500.000 Views machen. So. Also nur, weil ich da bin. Das wird vielleicht, ich weiß ja nicht, was du sonst so machst, aber das wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann das auch nicht einschätzen, ich will es auch nicht einschätzen. Ist auch immer so ein bisschen komisch. Ja, nee, verstehe ich. Also, ja, das Ding ist, es ist nicht so, dass du das natürlich erwartest, aber du denkst schon so, dass... Also du willst, also du lädst ja Gäste ein, sagen wir mal so, du lädst Gäste ein, weil du ja im Endeffekt erstens mit denen ein Gespräch führen möchtest, weil du ja dadurch Reichweite aufbaust, beziehungsweise auch generell einfach unterhältst. Das ist ja so ein Podcast, den machst du ja nicht, weil du damit reich wirst. Also mit einem Podcast verdienst du ja kein Geld. Verdammt, nein. Ich wollte einen anfangen. Früher haben sogar Leute dafür extra Geld bezahlt. Mittlerweile kannst du wenigstens umsonst uploaden. Ich weiß noch, meine ersten Uploads haben irgendwie 12 Euro im Monat gekostet Soundcloud Premium und darüber gehostet. So. Deshalb, aber trotzdem willst du ja irgendwie auch mehr, immer mehr. Ne? Das ist ja, sonst würdest du kein Social Media machen. Das würde ja gar keinen Sinn machen, dass darauf basiert der Bums ja auch ein bisschen. Genau. Ne? Aber Stefan Kienzel zum Beispiel, der hat einen guten Push gegeben, gar nicht so sehr an, an vielen Hörern. Also die Folge wurde zwar ungefähr, fünfmal mehr gehört. So, die wurde fünfmal mehr gehört als der Durchschnitt, aber dafür sind irgendwie, weiß ich nicht, über 100, 200 Follower mehr auf den Podcast gestoßen, die dadurch gefolgt sind. Das ist schon cool, weil die bleiben ja auch dann nur, weil du weiter Content bringst. Das ist ja nicht so, dass die dann hören so, ja, Pascal war da, der ist mit Pascal cool oder so, weißt du, das ist ja, ist ja nicht der Fall. Die hören das, finden das vielleicht spannend, auch wie du redest, wollen mal mehr sehen, sehen die eine andere Folge, wo auch ein spannendes Thema ist, was sie interessiert, bleiben die da. Und man darf auch nicht vergessen, du sagst jetzt so lapidar praktisch 100, 200 Leute und das ist eigentlich geil, weil du dich daran voll erfreust. Ne? Wenn du jetzt mal auf Instagram guckst, sind 100, 200 Leute halt so ungefähr für die meisten größeren Influencer halt so nix und die denken sich so, ja, pff, das ist wie Luft. Und ich denke da halt genauso wie du, Mann, 100, 200 Leute für dich zu begeistern, ist halt Wahnsinn, Alter. So, wenn du 100 hast, so, die sich für deinen Kram begeistern, deinen Podcast gut hören, stellen sie dir halt wie immer mal eine Halle vor oder halt in so einer, in so einem Hörsaal, wie du heute wahrscheinlich deine Präsentation gehalten hast, der ist voll halt, ne? Und jetzt könnte man, wenn du das skalierst, auf natürlich noch mehr, das ist natürlich der Wahnsinn, wenn du es so denkst. Also man muss sich da manchmal so ein bisschen der Realität, das ist aber ein schwieriges Thema auch, also auch als auf YouTube, weil meine Klicks sind immer so 5, 6, 7.000 pro Video, ist nicht die Welt, manchmal mal 10 vielleicht, ne? Und dann denkt man natürlich auch so, naja, ist jetzt echt nicht die Welt, ich gucke Leonie, da ist ja 150.000 oder so, ne? Aber dann siehst du auch die Likes wieder, siehst du 1.000, 1.500, denkst du, krass, immerhin, also ich sabbel irgendwas Dummes und schäme mich teilweise sogar selber so ein bisschen dafür, denke mir so, Mann, das hättest du echt vielleicht nicht sagen müssen. Und am Ende haben es trotzdem irgendwie, lass es vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 wirklich richtig gesehen haben, so. Das ist halt sau viel, Mann. Und du würdest wahrscheinlich solche Sachen nicht sagen, wenn die vor dir stehen, so in der Halle. Ja, deswegen musst du so ein bisschen, manchmal brauchst du diesen Reality-Check, aber das ist halt so zahlenbasiert. Und wenn du dann so selbstständig alleine bist, das heißt, du machst immer die meisten Sachen alleine, du bist gar nicht mit Menschen konfrontiert, verlierst du voll den Sinn dafür. Also wenn ich drop so ein neues Shirt oder so und das verkaufe ich 1.000 Mal, dann merke ich es nochmal wieder, wenn ich die Kartons in meiner Halle sehe, denke ich so, fuck, wie viel das ist. So, ne? Und dann realisierst du erstmal wieder, krank, die geben einfach ihr Taschengeld oder ihr hart verdientes Geld halt für mich aus. So Wahnsinn, Alter. Und das ist halt geil, ne? Wenn man das für was Gutes nutzt natürlich auch. Und, absolut. Was absolut. Positives daraus machen will. Ja, besonders wie du sagst, also wenn du das mal wirklich vorstellst, wie viele Leute das sind, ne, das ist ja schon viel. Würdest du sagen, dass du, weil du gerade gesagt hast, manchmal schämt man sich dafür, du hast ja sehr zum Teil persönliche Themen, die du auch auf deinem Kanal teilst. Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe. Also du sagst zwar jetzt, also man schämt sich natürlich immer so ein bisschen, weil man ja auch viel Angriffsfläche bietet, wenn man offen in so ein Video reingeht und dann offen über seine Probleme oder über seine Struggles oder was auch immer erzählt. Wie siehst du das? Würdest du sagen, manche Sachen würdest du jetzt vielleicht nicht mehr so machen oder anders?
von Nee, denen, die du ich früher würd probiert hast? original alles immer noch genauso machen. Mit Schämen meine ich tatsächlich eher so, kennst du das, du wärst jetzt in der Gruppe von Leuten so und ihr verabschiedet euch und du sagst noch irgendwas Dummes hinterher so. Ja, so ein dummer Und Witz, dann ne? denkst du, fuck man, das hätte. Also da denkst du noch so einen Tag drüber nach, Mann, warum habe ich das noch gesagt? Die haben das schon alle vergessen. Die haben das gar nicht gemerkt wahrscheinlich, weißt du? Und über sowas denkst du noch nach. Das habe ich mal, also das meine ich eher, ne? So einen Naja. dummen Witz noch reingedrückt, der jetzt musste der unbedingt sein, der war nicht mal witzig, weißt du? Das hätte ich mir besser überlegen können, so auf der Basis. Aber wenn ich jetzt sage, ich rede über Finanzen oder über psychische Gesundheit oder Stress oder Probleme, das würde ich immer wieder so machen und das mache ich auch gerne so. Das ist ein Bestandteil auch für mich. Damit will ich gar nicht aufhören. Und das ist auch der Grund, denke ich natürlich, warum viele hängen geblieben sind. Weil der Witz ist, die meisten sogar, die mir so schreiben, die kommen gar nicht über Powerlifting oder die sind eher durch mich zum Powerlifting gekommen. Die sind mitgewachsen und haben das dann für sich gewonnen. Manche haben auch schon wieder aufgehört. Die interessiert das gar nicht. Die gucken dann auch teilweise Videos nicht, wo Powerlifting-Content ist. Die wollen nur diese anderen Sachen sehen. Ne? Und sind halt, du musst halt das Ganze um die Person spinnen. Deswegen fand ich YouTube halt immer so geil, weil du dich als Person teilst. Und mir war immer wichtig, weil ich kenn's in der Uni noch. Ich war in der Uni ja Bodybuilder und dann bist du halt der dumme Bodybuilder so. Na, und in den Philosophie-Classes war halt wunderbar. So ein Mädel sagt so zu mir halt, ja, hast du nicht auch noch andere Hobbys außer trainieren zu gehen? Ich denke mir so, what the fuck, du hast gar kein Hobby. Ich frage, was sind deine Ja, Hobbys? ja, Habe ich ja, mit ja. Freundinnen zu treffen, ins Kino zu gehen? Ich so, wow, geile Hobbys, Mann. Krass. Also. Und diese Vorurteilbehaftetheit ist natürlich auch krass, aber du hast natürlich überhaupt keinen Hebel, wenn ich es dir jetzt erkläre. Ja, nee, ich bin facettenreich, ja. Das brauchst du keinem erklären. So, dass entweder die sehen das oder kriegen es mit. So, wenn du es jemandem erklärst, dann hast du schon verloren, Mann. Und das ist YouTube halt so wunderbar für, ne? Die sehen dann halt, oh krass, da ist irgendwie doch noch mehr hinter und man muss nicht Meathead-Powerlifter sein. Aber ich liebe es halt auf beiden Seiten. Ich liebe das eine wie das andere. Das heißt, ich will das. Es mehr auch Leute gibt, die sich mit irgendwie intellektuell anspruchsvolleren Themen vielleicht mal auseinandersetzen oder auch zu ihren Problemen stehen oder so und stark sind und Powerlifting machen oder Kraftsport oder was auch immer. Und dass es nicht nur das eine ohne das andere gibt oder so. Und dass es auch keine Schande ist, dass man sich nicht schämen muss, weil am Ende des Tages, wir alle haben irgendwann mal Probleme im Leben. Ich finde, es ist eine absolute Stärke, darüber reden zu können. Ich finde, es ist das Stärkste, was du machen kannst. Wenn du deine Schwachheit präsentieren kannst, sagen kannst, hier habe ich geweint, hier war es hart für mich, aber schaut, wo ich bin. So, weißt du, und auch wenn du es nicht schaffen würdest und zerbrechen würdest, so, dann ist es auch keine Schande. Und ich finde, das ist halt was, was fehlt so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Oder nicht mal in der Gesellschaft vielleicht, aber vielleicht in der Welt, die ich so wahrnehme, in der harten Welt, so doof gesagt, so Training, Mann sein auf was weiß ich, ne? Und das finde ich halt total armselig, weißt du, weil für mich ist stark der, keine Ahnung, für seine Familie da ist, sein Kram regelt, aber auch zu seinen Problemen stehen kann, die auch adressieren kann, seine Emotionen benennen kann. Und klar ist es. Also ich habe ja den Vorteil, ich würde jetzt nicht über psychische Erkrankungen oder so reden können, wahrscheinlich, wenn du jetzt in einem Karriereweg steckst. So, ne? Dein Chef sieht das und das wird so sein. Deine Kollegen sehen das, die teilen das. Ich mache halt meine eigene Welt. Ich habe mir meine eigene Welt geschaffen, sodass ich überhaupt darüber reden kann. Ne? Deswegen ist es für mich nicht problematisch. Ich kann darüber reden so und sehe es absolut als Stärke. Und wer es halt Schwäche sieht, so, der ist halt echt arm dran, finde ich. Und dann habe ich eher Mitleid. Das heißt, ich mache mir dann nicht so Sorgen, wenn der einen Joke macht oder irgendwie es auf irgendwas bezieht. So. Das wäre für mich alles halb so wild. Also du würdest das nicht persönlich nehmen, wenn jetzt einer sagt, so irgendwie, ja, Pascal, das weiß ich nicht, das ist ein bisschen war schon. Nee, also es gibt ja auch so Jokes, das ist aus der ein, zwei Powerlifter, so zum Beispiel, als Beispiel, ja, du postest irgendwas Lustiges und die posten halt so Depressionswitze. Hast dein Antidepressiva nicht genommen oder so? Und also, als würde es mich wirklich treffen, so. Erstmal musste ich nie welche nehmen. Zweitens, was ist das für ein Joke, Digga? Was sagt das über deine Persönlichkeit? Wie armselig, weißt du? So, und deswegen du kannst doch nicht mad sein, weißt du? Du kannst ruhig, du kannst über all diese Dinge Witze machen. Also, du kannst wirklich zu mir kommen und über all diese Witze, wenn Witze respektlos sind, hau ich dir vielleicht dafür in die Fresse, so. Das muss ich leider zugeben, da bin ich zu impulsgetrieben, wenn ich die Möglichkeit habe in Person. Das kann gut sein, man kann mich da gut triggern, glaube ich, aber solange ist halt einfach nur ein bisschen so, ist alles gut, Mann. So, ich weiß ja, du machst dich angreifbar, dann greif mich doch an. Am Ende des Tages bin ich eh stärker. So. Oder bin in dem Fall zumindest mental stärker. So, vielleicht haust du mich dann auch so. Also und ich bin dann, verliere dann, aber wen juckt so? Also ist ja jetzt auch keine tolle Sache, Geschichte am Ende. Ich sage auch immer die Frage, sind das Personen, die dann das halt nur im Internet machen? Also so ein Meme zu posten und so einen Ja, Witz Digga. zu machen, ist ja das eine, ne? Aber im echten Leben, wie du sagst, kann man einfach nie die Fresse kriegen. Ne? Das ist halt, man ist so ein bisschen, ich glaube, die Das Leute. Ist halt, das würde ich mir dann manchmal wünschen, ne? So say it to my face und gucken wir ja, mal. ja, die verlieren halt irgendwann so diesen Bezug, glaube ich, zur Realität, dass das auch Ja, wirklich eine echte natürlich. Person ist. Ich meine, auch wenn du irgendwie so einen Hate-Kommentar kriegst, da schreibt einer, ja, voll der Spinner. Weißt du, wie viele Nachrichten ich in mein YouTube immer löschen müsste? Weil die Leute, also die gucken sich das Video an. Und die finden halt nichts, was sie sagen, sondern sagen die, was ist das für ein Bart? Ja, Junge, rasier mal den Bart. So, und ich denke mir so, Okay, Bro. ja,
Ja, genau, ich meine, so weißt du, was du sagen sollst. Die nehmen ihre Frustration ins Internet so. Und ich sehe das auch ein bisschen so, das gehört auch zum Job dazu. Das steht im Jobprofil halt drin. Du musst Punching Bag sein für Leute, die das halt irgendwo rauslassen wollen. Aber ich muss jetzt ganz witzigerweise, weil ich brauche mich eigentlich gar nicht echauffieren, weil es ist wirklich ungelogen so, dass ich kaum Hate-Kommentar kriege. Mhm. Und deswegen will ich jetzt hier nicht so sitzen, so, das ist irgendwie, ich krieg's wirklich nicht. Also, das ist der Wahnsinn. Was ich aber mache, ist sowieso recht streng immer sortieren. Also, wenn ich in YouTube jemanden beleidige, dann wird er eh so Nutzer blockieren, so weg. Weil da würde ich eher, ich antworte, wie dumm wäre ich, nur eine Sekunde aus meinem Leben zu nehmen, ja, wo ich Familie und sowas habe, um mit dem jetzt zu diskutieren, Digga, während ich auch was Produktives machen kann. So. An dem Tag soll ich wirklich in die Hölle fallen, an dem Tag, an dem ich nur eine Sekunde aus meinem Leben nehme dafür. So. Aber eben einfach Nutzer blockieren, weg, fertig so. Oder halt ausblenden. Das heißt, die können noch weiter schreiben, aber es sieht nie jemand. Dann können die das für sich schreiben, Mann, dann fühlen sie sich gut. Haben wir alle gewonnen, oder? Und von daher muss man das ganz entspannt sehen. Aber ich wollte nur betonen, dass ich da wirklich, wirklich wenig kriege. Und wenn man halt von anderen Powerliftern angefeindet wird, tun die es halt auch immer nur hinter dir so. Oder wenn sie wissen, da kommt nichts. Und am Ende des Tages tun die meistens halt auch, weil sie neuerdings Coach geworden sind und jetzt natürlich irgendwie ein bisschen Clout brauchen, um ihr Coaching jetzt voranzutreiben, und das tut man halt am besten, indem man irgendwie was in Frage stellt von einem größeren oder sowas, ne? Also von du hast jetzt damit mit dem Online-Coaching, hast du gerade das Underrated, Overrated in Kurzfassung eingeleitet. Das ist eigentlich so, das stand so an, deswegen, das ist zwar der letzte Punkt gewesen, aber Online-Coaching, Underrated, Overrated? Ja. Ach so, nee, ich finde, ja, Mann, ey, ich bin bei so erstmal kurz, ja. Ich bin extrem überfordert, kurze Antworten zu geben, ne? Das wollte ich nämlich vor. Ich habe nämlich einen anderen Podcast von dir gehört, den mit Andi. Und ich so, fuck, er stellt hammer viele Fragen, auf denen er sich kurze Antworten wünscht. Und ich so, unmöglich, ich bin richtig schlecht da drin. Mein Gehirn rotiert halt ununterbrochen. Ist ja? kein Problem. Aber wenn du jetzt so fragst, für die meisten würde ich sagen, underrated. Also, es kann nicht overrated sein. Ja, ist doof. Ich kenne auch die Seite, die jetzt sagt, ja, aber ist doch voll der Hype. Viele haben einen Coach, obwohl sie es gar nicht brauchen. Ich glaube, jeder, der sich einen Coach leisten kann und einen möchte, der soll sich auch einen holen. Deswegen kann es gar nicht wirklich overrated sein. Und wenn er den dann hat, dann ist es auch in Ordnung. Dass jetzt unbedingt jeder ein Coach werden muss, sehe ich ein bisschen schwierig. So, weil da gehört schon noch mehr dazu, als nur ein Sheet fertig zu schreiben und so. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also ich würde insgesamt sagen, underrated. Aber schon geil in der Coaching. Also underrated, aber jetzt auch nicht so. Also irgendwie bis mit so. Ja, kann man machen, muss man nicht. So, irgendwie so. So, irgendwie so. Genau. würdest du denn sagen, dass im Endeffekt, also auch wenn du sagst, es muss nicht jeder Online-Coach werden, aber wenn du jetzt jemand bist, ja, angenommen, du bist der, keine Ahnung, du trainierst 2 Jahre und du hast schon ein bisschen Ahnung von der Materie, du kennst dich aus mit Makros, dies, das, und dann kommt deine dicke Freundin und du willst dir irgendwie ein bisschen Ernährungsberatung helfen. Sagen, das war aber ganz schön internalisierte Fettfeindlichkeit, die du da gezeigt hast. Das ist nicht ganz so schlimm, denn ich bin auch fett und du bist auch in der 93er, ne? Und eigentlich bist du 83er. Im Herzen? Im Herzen, weiß ich nicht. Ja. Nee, passt schon, ich bin auch fett, wir sind alle fett. Wenn einfach alle fett sind, dann ist sowieso okay. Wir leben halt auch in einer gesättigten Gesellschaft. Oh, das war deep. Ey, das ist, was ich gesagt habe. Du hast es aufgenommen als diskriminierenden Witz. Mit deiner internalisierten Fettfeindlichkeit. Nein, okay, erzähl weiter. Ja, du willst jetzt also deine, ich zitiere dich, dicke Freundin, willst jetzt coachen oder was? Ja, und bist du dann auch Online-Coach? Also du bist ja theoretisch auch Coach. Nee, du bist dann ja nicht, du bist dann ja Offline-Coach. Ja, aber du machst es online, so. Die wohnt 500 Kilometer weit weg. Ja, ja, von der Sparte her natürlich. Also stimme ich dir 100% zu. Nicht jeder soll das einfach sein. Aber mir ging es jetzt eher aus der Seite so, du brauchst Hilfe, such mir einen Online-Coach. Ist eine gute Wahl. Und in den meisten Fällen tatsächlich eine bessere Wahl, als den Coach in deinem Fitnessstudio zu nehmen oder so. Wenn du jetzt in irgendeinem Dulli-Studio jetzt doof gesagt bist, weil die haben, also tatsächlich, manche wohnen hinterm Mond, Mann. Also ich war jetzt letztens hier bei mir, gibt es ein großes Fitnessstudio, da gehe ich hin und wieder mal hin. Jeder Flensburger weiß sofort jetzt, wovon ich rede. Und ich habe ein bisschen so die Arbeitsweise da der Coaches mitbekommen, ne? Und ohne Spaß, Digga, das kannst du keinem anbieten, Mann. Da bist du mit jedem Instagram-Coach besser bedient, so. Ja. Aber ich meinte jetzt schon wirklich auch, dass da ein bisschen was dahinter steckt, so, ne? Also wir nennen das im Powerlifting den Coaching-Rattenschwanz, das heißt, fängst an, Powerlifting zu machen und dann dauert es nicht lange, dass du auch automatisch Powerlifting-Coach wirst und Trainees annimmst. Weil du weißt ja jetzt, wie Powerlifting geht, du hast einen Plan bekommen von irgendjemandem, hast du aus dem Internet geholt oder vielleicht meinen gekauft, deswegen kannst du den jetzt einfach weitergeben an 3 deiner Freunde und so beginnt der Rattenschwanz. Diese 3 Freunde geben den wieder weiter an 3 weitere Freunde und die coachen sich dann immer von oben herab, so wie im Pyramidensystem. Das ist der Coaching-Rattenschwanz im Powerlifting und der sorgt dafür, dass jeder innerhalb von kurzer Zeit Coach wird, Online-Coach auch dann. Das heißt, du musst der Erste sein, wie so oft, auch bei YouTube. Überall. Wenn du ganz oben stehst, naja, du hast ja eigentlich nicht so viel davon. Also außer, dass mein Plan dann gebootleckt wird von jedem.
geraubt kopiert, aber das ist ja nicht so schlimm, damit kann ich leben. Aber ja, das ist der Rattenschwanz. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Mann, weil eigentlich ist die Aufgabe eines Coaches und der Job halt schon sehr facettenreich und auch anspruchsvoll. Ne? Nicht jeder kann das werden. Also ich komme ja aus der Psychologie-Richtung, sowas habe ich zumindest studiert und alleine, wie wichtig Kommunikation ist und wie viel du ausrichten kannst, einfach nur, indem du sehr unsensibel kommunizierst, ist das schon aus der Sparte alleine schon sehr schwierig. Ne? So, wenn du jetzt der dicken Freundin halt ein paar Wörter sagst, die halt, also die können halt so leicht so falsch aufgefasst werden, dass du echt nichts Gutes tust, sondern das Gegenteil, ja. Auch wenn du es gut meinst, man. Die meisten meinen es gut, aber sind scheiße so. Das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, du willst halt so ein bisschen motivieren und manche Leute brauchen es halt so ein bisschen, ja, soll man sagen, ein bisschen härter, weil die sagen dann, hey, du musst jetzt, ne, so, und andere müssen ein bisschen sensibler behandelt werden und du musst das irgendwie einordnen können, ja, und du versuchst vielleicht sozusagen, hey, komm, du musst jetzt hier noch und dies und das und zieh durch und sei nicht so ein Weichei und die denkt sich dann, oh mein Gott, der macht mich fertig, so, ne, das ist... Ja, oder sie fängt halt an zu weinen und isst halt abends wieder, weil sie nicht damit klarkommt, dass sie den Druck nicht kriegt. Das ist Extremfall, ne? Hey, also ein Kram, ne, da muss man halt echt vorsichtig sein, Mann. Und die Leute sind auch nicht ehrlich, ne? Ist nicht so, ja, ich habe mich an deinen Plan gehalten. Nein, ich habe noch jeden Abend eine Tafel Schokolade gegessen, ich sag's dir halt nur nicht. So ungefähr. Und deswegen, ja, ist sehr schwierig. Ich sehe das so ein bisschen fast schon wie im Therapeutentum der Psychologen. Ich würde jetzt zum Beispiel meine Freundin oder so gar nicht coachen wollen. Also außer so wirklich oberflächlich, ne? So ein Powerlifting-Plan hat sie, wenn sie bei mir trainiert oder so. Aber so ein richtiges Coaching, ich meine jetzt ein richtiges Coaching und nicht nur, ich schiebe dir ein paar Makros rüber und track dein Essen in meinem Handy mit für dich. Das ist ja alles in Ordnung und das ist auch cool so. Aber halt so ein richtiges... weil du echt damit ein bisschen, weil man tritt in ganz andere Rollen plötzlich. Du hast auf einmal diese autoritäre Rolle gegenüber dem, der dir entgegennimmt oder vielleicht nicht, vielleicht bist du zu, also die Rollen vermischen sich zu stark und das kannst du zu echt Problemen führen, weil Menschen können nicht immer diesen Rollenkonflikt aushalten. Ne? Die sagen nicht, jetzt nehme ich dich als mein Coach wahr und jetzt als meinen Freund und mein Liebhaber, sondern die Rollen verschwimmen irgendwie ein bisschen und da kann man sehr viel kaputt machen mit. Okay, das lass mir so stehen. Richtig. Du sagtest, du hast den Podcast mit Andi gehört. Sei ehrlich, hast du ihn ganz gehört? Oder hast du nur oberflächlich reingeklickt? Ich habe oberflächlich reingeklickt, ein bisschen durchskippt. Aber ich bin eigentlich jemand, der gerne Podcasts hört, aber ich hatte einfach nicht so viel Zeit. Ich höre die nur beim Autofahren und leider wohne ich in einer Stadt, wo ich sehr wenig Auto fahren muss nur. Mhm. Deswegen fahre ich immer nur so ein bisschen. Und Spaziergänge habe ich auch länger nicht mehr gemacht. Teilweise reingehört, aber ich fand die ganz cool, ganz spannend. Das sagt jetzt entweder viel über dich oder über den Podcast aus. Eins von beiden. Das könnt ihr euch dann hier zurechtreiben, Leute. Was hast du in deiner Trinkflasche? Wasser mit hier so diesen Geschmack Drips von der Firma mit vier Buchstaben, die mit M anfängt und mit O aufhört. Ach so. Kennst du die? Diese ich kenne die. Die haben mir auch mal was zugeschickt. Dann habe ich so coole Werbung gemacht. Das war ein bisschen weird. Aber war schon gut. Das muss man schon sagen. War schon also diese Zerups, das sind ja einfach nur Geschmackstropfen, die du da reinmachst. Also so, so eine Dinger, die sind echt 1A, Mann. 1A. Die Flasche ist von hier von Hipsters of Doom. Oh ja, der Alex war auch bei mir im Podcast. Echt? Ja. Dann noch also ein Podcast, den ich mir nicht anhören werde. Spaß. Okay. Beste Flasche ohne Scheiß, die ist mir runtergefallen, als ich zu Silvester mit Wasser meinen Nüchternheitsspaziergang gemacht habe. Ich habe zu Silvester ein bisschen gesoffen und dann habe ich die mitgenommen so zum Spazierengehen, um runterzukommen um 2 Uhr nachts von meinem Alkoholkonsum. Dann ist sie mir aus der Tasche runtergefallen und kaputt gegangen. Aber sie kann im Stehen noch, also kann man noch draus trinken. Man kann sie nur nicht mehr Kopf überhalten. Ich würde sagen, dein Alkoholkonsum thematisieren wir gleich, aber du solltest mich daran erinnern, weil nach noch 9 Fragen werde ich es bestimmt vergessen. Und weißt du, wir müssen ja die wichtigen Themen besprechen. Ja, generell. Themen. Fangen wir mit Alkohol an. Also ich habe mir übrigens einen eigenen Alkohol. Okay, egal, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, okay. Gym-Temperaturen. Ja, wir wissen dein Problem, wir kennen das alle. Also, ohne Scheiß, overrated, Mann. Die meisten sollen sich darüber keine Sorgen machen und die, die in so einem kalten Home-Gym sind, die wissen eh, was sie tun und können sich auch helfen. Also muss man sich echt nicht so stressen, ja. Also ich bin echt ein kleines Weichei sonst, ne? Und wenn ich es hinkriege, damit klarzukommen, auch noch im Powerlifting, die Stange wirklich legit kalt ist, so sie drückt sich so in deinen Rücken rein, hochgriff an der kalten Stange. Also ist echt nicht so schlimm. Da war ich echt auch verwöhnt vorher und ja, geht klar. Ja, ich trainiere ja im Home Gym, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in der Garage so. Ja, ich habe noch auf YouTube gerade ein bisschen reinguckt, weil ich habe gesehen. Auf YouTube? Ich wollte gucken, ob du alles auch halt auf YouTube lädst. Und Andi ist ja auf YouTube, habe ich gesehen. Deswegen, also, ob Video oder nicht, weil sonst hätte ich hier dieses schöne Setup nicht aufgebaut. Doch, doch. Also die, sag mal so, früher hatte ich halt auch noch so mit Kamera nicht und dies und das. Und das, du kennst das, das kostet alles Geld und du bist Student und du musst erstmal so nach und nach. Und deswegen kauft über den Amazon-Link in der Beschreibung. Richtig. Und das, die ganzen steuerfreien Sachen meine zu bekommen. Erste YouTube-Kamera habe ich, da habe ich so Geld von meinem Praktikum, nee, meine zweite oder so, nicht die erste, die Lumix, das war ein richtiger Upstepper in meiner Qualität, G70, genau. Und da hatte ich so eine Überzahlung bekommen von meinem Praktikum damals.
Und ich habe mein erstes Kind bekommen, Liana. Und da bin ich immer mit ihr so, sie war richtig noch ein Säugling halt, immer ins Elbe-Einkaufszentrum in Hamburg gegangen und bin da so spazieren gegangen, dass sie schläft. Und da habe ich die gesehen und die kostete 800 Euro, was einfach ein unfassbar Geld ist, hat man nicht. Ne? Und da habe ich so mit Nadja geredet, ich so, ich brauche diese Kamera. Sie so, nein. Und ich so, doch, ich ziehe mit YouTube durch, Mann. Das wird was, ich schaffe das. Und so so richtig so, am besten noch Ratenfinanzierung mit mir machen. So. Und dann habe ich das Geld dafür genommen und hatte auch richtig Schiss, Mann. Ich hatte richtig Schiss, so wird das. Wenn es nicht klappt, ne? Weißt du, wenn es nicht klappt. Und here we are, Digga. Here we are, 6 Jahre später. Ich habe die nicht mehr. Aber ich hatte zwischenzeitlich 2 neue G70. Und mein jetziges YouTube-Setup kostet, ich glaube, 2.500. Davon habe ich 2 Kameras, immer dabei. A7C und ich glaube, die A7 III hast du, ne? Genau. Naja, die A7 III vergammelt nur in meiner Tasche mit noch 4 Objektiven oder so. Das ist so ein schönes Ding, ne? Also mein Kumpel hat die, das ist echt ein Traum. Also jetzt gerade ist die A7C. Ja, sieht gut aus. Das ist halt Vollformat, ne? Ich weiß gar nicht, was die so genau unterscheidet. Die A7C ist, glaube ich, ein bisschen mehr fürs Video. Die hat, glaube ich, weniger Megapixel, ja, die wenn hat du fotografierst einen klappbaren oder so. Bildschirm. Also de facto ist der einzige Unterschied der klappbare Bildschirm und ein bisschen verbesserter Autofokus, aber ich glaube nicht wirklich nennenswert. Sonst ist das eine A7 III. Und ein bisschen kleiner, weil sie ist in der Case-Größe von der 6300 so 5100 so ungefähr. Also ist für YouTuber extrem praktisch. Also ist wirklich eine Vlogging-Kamera, aber kostet halt auch irgendwie 1,8, ne? Und eine Vlogging-Kamera wird in die Tasche geschmissen. Und ist mir schon ein paar Mal runtergefallen, jetzt wackelt auch schon der Monitor. Oh. Aber ich habe dich versichert. Ich habe extra eine Versicherung bei meinem Versicherungsmenschen abgeschlossen. Kann sich lohnen, ne? Ja, aber nur über 2000. Und wenn ich die habe mit noch einem Objektiv dran, sind sie schon also mehr als 2000 wert sofort. Plus noch die Mikrofone obendrauf. Den Stabler bist du schon bei 3 oder so. Aber ist egal. Ich habe die ZV-1. So gut. Ich dachte, das wäre ein Gewehr bei Modern Warfare 2, Mann, irgendwie. Ja, das habe ich auch, klar, einfach so, das steht da. Das steht da hinten rechts. Also, falls das ist, ne? Nee, also ist okay, die Qualität sieht man ja jetzt so. Ich habe jetzt nicht so ein cooles Licht, ich habe nur diesen Fernseher. Ja, Licht macht sowieso alles aus, Mann. Das könnte ich hier auch kacke aussehen, wenn ich hier nicht noch 5.000 Euro gerade ein neues komplettes Studio gebaut habe, weil mir langweilig war. Machst du jetzt mehr Streams? Nee. Hat sich ja dann gelohnt, die Investition. Das also ja, war zu Ende und da musst du noch Geld raus. Nee, okay. Also war mal so gedacht, so YouTube-Reactions, weil Reactions funktionieren halt immer und machen halt auch manchmal Spaß und deswegen dachte ich, wenn ich dann mal wach, dann welche macht, dann wenn du noch mehr Hürden hast, so, dann machst du es halt wieder nicht. Ja, jetzt habe ich nicht irgendwie die Kamera und jetzt bock das nicht. Das kenne ich. Weißt du, jetzt hast du dich selber manipuliert dahin, dass wenn es soweit ist, dass du es auch machen kannst. Ja. Okay, du hast selber in den Fragesticker geschrieben, Subway-Boykott. Ich muss sagen, ich habe heute Subway nicht boykottiert, weil der Dönerladen unseres Vertrauens zu hatte. Ja, habe ich gerade in deiner Story gesehen, ganz schön schwach. das Schlimmste ist, die haben keine Pepsi, die haben jetzt Coca-Cola. Wer trinkt sowas? Nein, die haben jetzt Pepsi, die hatten vorher Coca-Cola. Die haben aber nicht in Minden. Aber haben die noch Free Refill? Nein. Ja, was? Hier. Die haben, warte, beantworte mir eine Frage. Subway. Seit wann? Ich habe Subway hat mich gefragt, warum ich die boykottiere. Und ich habe gesagt, weil ihr Free Refill abgeschafft habt. Ich bin empört. Aber und haben das? Okay, wir verstehen. Leider ist das eine deutschlandweite Entscheidung, die wir aktuell nicht ändern können. Ja. Seit wann gibt es kein Sub des Tages mehr? Sub des Tages gibt es auch nicht mehr. Das haben die mir heute gesagt. Die sagt, das gab es das letzte Mal vor 5 Jahren. Ich so, dann wissen sie, wie lange ich hier war. Also das ist ja Subway ist ja prinzipiell Franchise und die können gewisse Aktionen machen oder nicht machen. Das liegt in dem Franchise-Nehmer dann. Ne? Aber normalerweise gehen die natürlich mit, weil deutschlandweit Werbung gemacht wird für Subs Tages und so. Das macht nicht so viel Sinn. Aber konnten die schon immer tatsächlich. Also dann hast du halt einen Subway, der allein dafür, dass er existiert, boykottierenswert ist. Zusammen addiert damit, dass wir aktuell sowieso Subway boykottieren. Das heißt, das ist 2x Minus, ergibt Plus. Deswegen durftest du heute gehen. Aber Chicken Teriyaki war schon nicht schlecht. Also. Ja. War auch verhältnismäßig. Also der Döner, der daneben ist, der ist fast genauso groß. Also preis-leistungstechnisch war gar nicht schlecht. Ich habe 9,90 € für einen Cookie und einen Cola gezahlt. Und ein Sub des Tages voll. Sub Teriyaki-Dingsbums, weiß schon. Das ist echt nicht schlecht, ohne Scheiß. Ist okay. Also. Ja, Subway. Underrated, overrated? Direkt mit dabei. Overrated. Overrated, okay. Gewichtsklassen im Powerlifting. Overweighted. Nee, ist schon gut. Ich bin ja Lightweight Powerlifter, so in Anführungsstrichen. Deswegen brauche ich Gewichtsklassen. Auch ich brauche Dots und so, damit ich halt mich als relevant darstellen kann, wenn ich mal irgendwie eine Klasse gewinne. Würde es dir jetzt nicht mehr geben? Welcher Fakt? So, was soll ich machen? Soll ich dann halt 180 Kilo wiegen? Ja, ist doch super. Ja. Also so für die nächsten 10 Jahre und länger mache ich halt auch nicht mehr dann. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also wenn du 180 Kilo wiegst, wirst du wahrscheinlich auch echt nicht mehr als 10 Jahre machen. Nee, weil ich bin ja auch schon ein paar Mal 29 geworden. Deswegen 10 Jahre weiter. Ich bin schon fast dreistellig im Alter. Du bist 89er, glaube ich, ne? Ja, vielleicht.
Okay. Also ein paar Tage älter. Aber ich kann mich darauf einigen, wenn wir 89 stehen lassen, ja, sagen wir mal so. Was? Warte, dann. Ah ja, doch, ist richtig. Ich dachte, ich habe mich versprochen. Nein, du bist ja noch älter. Passt. 98. Nein. Na, was? Nein, 98 bist Nein, du nicht. Ich bin 88 also, geworden, ich bin 34. 88, 88. Also okay. Schon 5x29 geworden. Einmal richtig 29 und doch 5x, fuck, ich bin 6x29 geworden. Ja, ich glaube, das zieht nicht mehr. Bald musst du endlich mal auf die 30. Ja, und vor allem, weißt du, was ich jetzt machen muss? Ich habe früher immer gesagt, so, dass Leute ruhig in Würde altern können. So, dass es halt keine Schande ist, alt zu werden. Jetzt, wo ich alt werde, muss ich halt auch wirklich so danach leben. Weil sonst bin ich ja inkongruent mit dem, was ich vorher gesagt habe. Deswegen, oder nicht real, wie die Leute sagen würden. Deswegen muss ich ja so tun, als würde mir das nichts ausmachen, alt zu werden. Mhm. Aber es macht mir was aus, Leute. Es macht mir verdammt nochmal was aus. Macht sie echt deswegen was? Deswegen lasse ich mir lange Haare wachsen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich sie noch wachsen lassen kann, bis sie ausfallen. Ja, es ist nicht so geil, lange Haare zu haben. Ich habe mal wachsen lassen. Also. Irgendwann kippt das. Also entweder müssen die direkt halt so schulterlang sein, dass du aussiehst wie eine Prinzessin oder... Ja, so sollen die, aber das geht ja nicht direkt, weil ja, das ich habe zwar hohes Testo, deswegen wachsen die schnell, aber irgendwie nicht so schnell. Das ist wie mit Bart. Weißt du, die Leute geben auf nach 2 Wochen, weil es kratzt. Aber du musst das länger warten. Das bin ich. Ja, du musst länger warten. Dann ich habe mir sogar Bartöl gekauft damals dafür und das hat trotzdem nicht lange gehalten. Ja, also eigentlich kann ich sagen, wenn das dann so 2-3 Wochen durchhält, dann geht's eigentlich dann. Irgendwann sind die halt so weich, weißt du? Irgendwann werden die halt so lang und weich und dann juckt hast du gar den nicht. Look des Architekten adaptiert, als du angefangen hast, das zu studieren? Oder hast du schon immer so ausgesehen und deswegen Architektur studiert? Ich habe meinen Bart, glaube ich, mit 22 wachsen lassen. Ich werde jetzt 29. Also ich habe mich seit 7 Jahren nicht mehr rasiert. Also klar, du trimmst mal so ein bisschen, aber wenn ich alte Fotos angucke, ich denke mir so, Junge, wie sahst du aus? Was ist dieser Mensch? Was ist los mit dem? Nee, warum Lookout des Architekten? Sehen Architekten so aus? In meinen Augen ja. Ich finde, du siehst sehr aus wie ein Architekt, Mann. Ja, du hast eine runde Brille halt so. Du siehst aus wie ein Psychologe oder wie ein Architekt? Ja, deswegen der Podcast. Weißt du, hier verarbeite ich meine Probleme und in der Uni tue ich so, als wäre ich schlau. Wobei du nie weißt, was du tust. Kennst du es auch. Du bist dann da und denkst, oh mein Gott, alle sind schlauer als ich. Warum sieht das besser aus als bei mir? Alter, ewiges Problem, ne? So, was haben wir denn noch hier? Überzüge. Das ist ein ewiges Thema in diesem Podcast. Ich habe ja so ein was heißt Co-Host? Eigentlich mache ich immer mit Julian die Podcasts, weil wenn du dich unterhältst, ist es immer flüssiger, ist einfach besser. Also alleine Podcast ist wack. Ja. Und er hasst Überzüge. Ich bin großer Überzug-Fan. Was bist du, Pascal? Ich hasse Überzüge. Ich hasse Überzüge, richtig, wir werden diesen Podcast, das ich hasse bin raus. Richtig ich bin Überzüge. Raus. Es reicht. Ernsthaft? Ich hasse richtig Überzüge. Ich hatte schon im Bodybuilding damals, ich habe sie einfach gehasst. Ich habe sie so gehasst. Aber ich glaube, es hängt ein bisschen an meiner Anatomie, an meinem Latt und so und der Beweglichkeit über Kopf, weil ich bin extrem schlecht beweglich über Kopf. Mhm. Also sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich habe Überzüge auch, ich habe denen auch wirklich früher eine Chance gegeben, aber ich habe sie gehasst, Mann. Ich wusste auch früher nie, das war nicht so wie heute, dass du auf so TikTok, Instagram, du konntest so Bilder sehen, wo die so das Gewicht, also die beanspruchte Muskulatur so eingezeichnet haben in Rot auf dem Thumbnail. Das gab es früher alles nicht. Das heißt, du machst Überzüge, du weißt gar nicht, was sie überhaupt trainieren, so Waden, weiß ich nicht, irgendwie, Lat, Trapez. Trizeps, wusste man einfach auch gar immer nicht. Man hat sie einfach nur gemacht. So. Und dann musst du erstmal überlegen, an welchem Tag, weil du machst ja einen Bro-Split so, du machst ja Push-Pull-Legs, das war ein neuer, man hat sogar noch, ne? Das heißt, was ist jetzt die Übung? So, ist sie eine Pull-Übung, eine Push-Übung, ist sie eine Beinübung, ist sie eine Balance-Übung, ist sie eine Beweglichkeitsübung für Bankdrücken beim Powerlifting? Was ist sie so? Und Überzüge sind richtig Schmutz. Sorry. Aber würdest du nicht sagen, das ist eine gute Latissimus-Übung? Also, guck mal, Digga, man warte. Man trainiert damit den Latissimus. Aber warte, du musst jetzt zuhören. Pass auf, guck dir das genau an. Aber auch noch falsch. Also du machst das ja gar nicht gegen den Schwerkraft so. Wenn du hier bist, wirkt doch die Schwerkraft überhaupt nicht mehr auf den Latt. Nein, mit am Kabel. Ja, da können wir schon, also jetzt doch nicht mit der, doch an, nicht so. Mit der Kurzhand. Also Pascal, wo ich habe an Kurzhandüberzüge. Ernsthaft, diese Roman-Fritz-Überzüge, wo du sagst, ja, das macht den Brustkorb weiter und dann... Das ist, deswegen habe ich ja gerade gesagt, Bankdrücken, oh mein Gott. Brücke trainieren beim Bankdrücken und so, weil das ist ja praktisch, öffnet ja die Brustwirbelsäule so schön. Also wir können jetzt so ein paar Anpassungen machen, dass ich sagen würde, wir bewegen uns dahin, dass Überzüge nicht mehr ganz so scheiße sind, aber immer noch blöd. Also an der Maschine, also wo dann die Gravitation tatsächlich auch sinnvoll arbeitet, dann kann ich mir schon mehr dran, so kann ich schon dem schon mehr abgewinnen. Oder wenn du jetzt so ein Seil nimmst und die dann so auf halb hier runter, so typisch für den Latt, was viele im Powerlifting auch machen, so um so den Latt vorzuaktivieren vor dem Kreuzheben. Ja, da kommen wir dann schon hin, so da kriegst du mich schon ein bisschen, aber nicht viel. Also, komm, pass auf. Jetzt guck genau zu und hör zu. Kennst du auch diesen Single-Arm-Row-Dings? Ich weiß nicht, wie der heißt. Alle nennen den anders. Du weißt, was ich meine. Guck mal. Single-Arm runterziehen. Ist genau dasselbe. Ja, natürlich. Das meine ich ja gerade. Es ist einfach dieselbe Kackübung. Ja, klar.
Aber warum ist das hyped und überzüge? Warum? Weil Mario Müller sie Mario Müller Rose genannt hat, oder was? Wahrscheinlich. Nee, erstmal müssen wir jetzt differenzieren, dass ich zuerst wirklich so dieses Bild hatte, was in jedem Gym hängt von Arnold, der mit Überzügen mit Kurzhantel macht. Sieht Die man schon auch stabil hammerschlecht aus. beladen kann. Welche Hand, wenn du die Hantel so nimmst, legst du nach oben? So, dann bist du doch, da bist du doch nicht mehr gleich auf einem. Außerdem ist Illuminati. Kennst du nicht von Dragon Ball? Du bist kein Dragon Ball-Fan, fällt mir gerade auf, ne? Nee, aber Ich ich habe wusste Dragon es. Ball geguckt, früher auch Aber schon. kennst du nicht Tenshin Han mit seiner Technik so? Das Ja, kannst klar du mal kenne ich. googeln. Das Tenshin Han, kann auch ne? sein. Ja, Ja, das habe ne, ich schon mal gesehen. mit dem Auge hier. Ah, das war der mit dem Auge da oben, der Das hat Tenshin er. Han, ne? Ja, genau, nee, den kenne ich. Der hatte da noch ein Auge, der hat ein drittes Auge oben auf der Stirn. Genau, nee, ja, und jetzt fängst du natürlich an, die Bewegung anzugleichen, ja. Genau. Aber es macht nichts, weil du relativierst und weichst aus. Also, die Überzüge sind scheiße. Also Überzüge sind scheiße. Halt mir so fest. Und was Ich Mario Müller macht, wer auch immer das ist, der macht Überzüge Das ist dein anders. ESN-Athlet. Ich weiß Links. nicht, was wer alles ist. Alle sind Erste-Athleten, Ja, Mann. das ist ein bisschen nervig, oder? Also, wenn man jetzt ehrlich ist. Also klar, du darfst jetzt nicht so darüber äußern, aber ich darf's. Ich Doch, find's ich darf mich halt. eigentlich auch äußern. Naja, ich darf nicht schlecht reden, ne? Also schlecht rede Ja, ich ja was heißt nicht, hat schlecht? keiner gesagt. Aber findest du das nicht bisschen so doof, wenn es halt einfach so viele Leute gibt, die bei demselben Sponsor sind. Ich meine, natürlich ist das gut für den Sponsor, aber halt für den einzelnen Ja, Athleten ich nicht, glaube, weil. das Bild von gesponserten Athleten kommt halt wirklich noch aus 2012, Mann. Die meisten, von denen wir gerade sprechen, sind keine gesponserten Athleten, die sind einfach Geschäftspartner auf Mikroebene. Affiliate, ne? Die Ja, sind okay. Mikro-Geschäftspartner von diesem Unternehmen, von ESN und haben eine Geschäftsbeziehung. Ne? Dann schreibt man natürlich Sponsored Athlete, aber du kriegst halt ein paar Produkte zugeschickt, was eigentlich Werbemittel sind. Ne? Die kann man auch so nennen, die muss man nicht irgendwie Geschenk oder Sponsoring nennen, die du brauchst, um deinen Job zu erfüllen. Ne? Und das wäre wie, als wenn du jetzt sagen würdest, so, du hast jetzt einen Job bei einem großen Architekten und du sagst, ich bin jetzt Sponsored Athlete bei Moritz und Müller Architektur Frankfurt oder so. Weil die mir halt einen Dienstwagen stellen. Nee, du brauchst einen Dienstwagen, damit du zu den Baustellen fahren kannst und kriegst einen Lohn am Ende des Monats dafür, dass du diesen Job machst. Deswegen, ich glaube, das Bild muss sich ein bisschen wandeln. Es passiert auch einfach in den Köpfen. Es macht nämlich übertrieben Sinn, so wie ich ja gestern bei Papa John's Pizza war und mein Freund Justin, der hat so ungefähr 3000 auf Insta-Follower, ne? Das ist so ein, den haben Ich die halt kenne so einen Code Justin. gegeben, ja, den haben die so einen Code gegeben, dass er halt eine Pizza umsonst bekommt. Warum? Ist genial, halt kleineren Influencern, die lokal bekannt sind, in Anführungsstrichen, so eine Code zu geben, Mann, weil wenn das, du gibst es 10 Leuten, auf einmal deckst du auch die ganze Stadt ab mit 100.000 Bewohnern, doof gesagt, ja. Weil jeder sieht und für die ist das noch nahbarer, weil der ist für die ja noch näher, weil die ihn ja wirklich kennen, so. Also das ist einfach Micro-Influencer-Marketing. Es funktioniert super, Mann. Also ich dachte immer so, klar, das hat bestimmt so seine Reichweiten, aber es kommt halt nochmal drauf an. Also ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich bei meinem Friseur nebenan irgendwie hingehe und sage, ey, geiler Haarschnitt hier, und dann kriege ich den umsonst und das bei Insta poste, ob da wirklich Leute hingehen und sagen, ja, Alex war Nee. da, ich will auch so einen geilen Haarschnitt. Also bei mir wird es nicht funktionieren, weil die meisten meiner Follower kommen gar nicht aus Flensburg, ne? Die kommen ja so aus ganz Deutschland und Österreich. Aber bei eben Leuten, die lokal bekannter sind, so diese typische hübsche Mandy aus deiner Stadt, so, die war so Star auf der Grundschule und ja, Grundschule nicht, sorry, weiterführende Schule so. Sie hat 1000 Follower, jeder kennt sie eigentlich so, jeder hat Interesse an ihr so mäßig. Das ist eigentlich weil überleg mal, da kommen dann 5 so vielleicht, wenn das Freundin, Onkel und Tante vielleicht sogar sind, dann schon hat sich das wieder gelohnt, dass du eine Pizza gesponsert hast. Naja, das ist ein Thema für sich. Aber ja, wenn du natürlich, die Zielgruppe muss natürlich irgendwie. Wenn du jetzt so einen Typen nimmst, der so ein Guide ist deiner Stadt, kennst du diese Google Guides, wenn du ganz viele Rezensionen geschrieben hast? Das ist ja so der klassische Mikroinfluencer, Mann. Der ist dann da so ein bisschen bekannt in dieser kleinen Szene. Ja. Das ist natürlich. Der darf dann umsonst essen halt, ne? Also gegen eine Google-Rezension. Aber da er 1000 Stück schon geschrieben hat, hat er ein Following. Er kopiert die einfach, weißt du? Und trägt über Ja. die Namen einfach ein. Das ist wie mit Werbung schreiben, wenn du Arbeit suchst. Ja. Aber kennst ja nicht so. Wissen wir. Ich kenne das sehr gut tatsächlich, weil ich habe mich auf Wirtschaftspsychologie Stimmt, spezialisiert und stimmt, habe stimmt, 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 Assessment stimmt. Center gemacht und Stimmt. lange Zeit nur darin gearbeitet und mir den ganzen Tag Bewerbungen angeguckt. Den ganzen Tag. Ich war der Typ, der deine Bewerbung gelesen hat und dich aussortiert hat, weil du einen Rechtschreibfehler hattest. Ich habe dich wirklich rausgeschmissen bei einem Rechtschreibfehler. Weißt du warum? Weil eine große Firma 1000 Bewerbungen hat und du einfach vorsortieren musst und dann sortierst du nach Rechtschreibfehlern. Also Aber Leute, schreibt alles richtig, auch wenn ihr denkt, darauf kommt es jetzt nicht an. Doch, kommt's. Pascal, ich sehe mich als Oder dein Künstler. Bart passt mir nicht. Ich sehe Oder du mich. hast reingeschrieben, ich verzichte auf ein Bild, weil ich ja kein Bild geben muss, aufgrund dieser Ja, Antidiskriminierungsrichtlinie und so weg. ein Krams. Okay, Und dann verstehe sagst ich. du halt, ja, dann fliegst du halt aus einem anderen Grund raus, so, weil du kein Bild hast. Also Leute, leider ist Diskriminierung real.
Rechtschreibfehler, Diskriminierung. Interessant. Und wenn du kein Bild hast. Naja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich gerade gelogen. Aber ich, na egal, ich kann sagen, was ich will. Kann ja nicht mehr. Arbeitest du ja nicht mehr, ne? Ja. Aber ist tatsächlich so, dass es passiert auch nach Zufall. Also du kriegst auch manchmal einfach nur Spaß. Es ist Sünde. Also ich habe Sachen gesehen, man, du wirst lachen. Man. Die laden Leute ein, obwohl die den Job schon vergeben haben. Anstatt den abzusagen, obwohl sie wissen, die nehmen den eh nicht, um damit der Praktikant lernen kann. Und ich denke mir so, das ist halt wirklich auf so einer moralischen aus einer moralischen Perspektive doch echt Kacke so. Weil du kannst dich noch nicht einladen, obwohl du weißt, der Job ist schon lange vergeben, einfach nur, damit du nochmal deinen Spaß hast und den Praktikanten darüber zu lassen. Ne? Also diese Welt ist echt widerlich, man muss ich ehrlich sagen. Deswegen auch ein Grund, warum ich da nie gerne habe drin gearbeitet. Wobei man kann Dinge besser machen, wenn man drin arbeitet, weil ich hätte sowas zum Beispiel nie gemacht. Aber ja, was soll man machen? Ne? Als Praktikant in so einer Firma hast du eh nichts zu melden. Und wenn ich dann sage, hey, Herr Referent, können wir nicht einfach dem absagen? Das ist doch ein bisschen mies, wenn der jetzt kommt mit Hoffnung und ihn den nur vorführt. Ja, sehr gut, Pascal. Top, habe auf jeden Fall den Job in einem halben Jahr, nachdem ich ausgebeutet wurde als Praktikant. Aber war das denn, also um wieder ein bisschen abzuweichen, dieses Underrated, Overrated wird sich natürlich jetzt ziehen. Das ist aber fast immer so in diesem Podcast, weil dann stellt man so Fragen. War das dieses, wo du sagtest, okay, ich hab Schnauze voll, so, ich gehe zum Jobcenter und du musstest das ja anmelden. Hast du wirklich dich direkt, also du erzählst das immer so, ne? Ich weiß, man verfeinert Stories mit so ein bisschen Würze. Ja. Hast du wirklich gesagt, okay, scheiß drauf, ich fülle diesen Antrag für Sozialhilfe nicht aus und mach lieber die Gewerbeanmeldung, weil das die... Das ist echt genauso passiert, Mann. Oh, stabil. Also es war ja so, dass ich gar keine Wahl hatte, weil ich habe mich, glaube ich, bei... Ich habe so gegoogelt, ich saß so in Flensburg und habe ich so gegoogelt, wo ich mich bewerben kann und ich habe gekotzt, Mann. Ich hatte gar keinen Bock auf diese Firmen, ne? Mhm. Und ich so, nee. Also muss ich aber Geld haben, um meine Miete zu bezahlen, weil ich habe nichts gespart gehabt und so. Also musste ich zum Sozialamt und dachte so, die geben mir dann, weil ich ja eh in Bewerbungssuche bin, ja, und ich finde schon was, so geben die mir dann halt dieses Geld da und so, passt schon, Sozialhilfe halt da, wie auch immer, ne? Und ich gehe halt dahin und die sagen so, nee, morgen früh gehst du zu diesem Bewerbungstraining. Und ich so, wieso Bewerbungstraining? Ich bin Wirtschaftsschüler, ich kann das halten, so, ich kann das geben. Brauchen Sie jemanden? Stellen Sie mich ein. Und sie so, nee, da gehen Sie morgen hin. Und dann haben die auch noch so, also ich weiß, es ist jetzt, es ist doof so zu reden, aber ich gebe einfach mal wieder, was ich erlebt habe. Die haben dann auch so, sie hat so ihre Kollegin angerufen, ja, ich habe hier einen, ah, der ist gut vermittelbar, der hat Lust, der hat ein Studium abgeschlossen und hat eine kleine Tochter, die haben es nicht so leicht und so. Und ich habe mich richtig gefühlt wie so ein, der letzte Lelek, der da gerade rumgereicht wird, weißt du? Und ich so, nein, ich bin ein, also verantwortungsbewusster Mann mit mir selbst. Ich glaube, ich muss mir das hier halt echt nicht geben, so. Und bin halt wieder raus, hab Nadja gesagt, meiner Frau, den Zettel, da brauchst du gar nicht drum kümmern, weil sie schon so, oh Mann, müssen Unterlagen zusammen, so, ich will gar nicht zusammensuchen. Das ist extrem. I make shit happen. Genauso ist passiert. Ich gehe nach Hause, ich schmeiße alles Müll, habe mich nie wieder gemeldet bei denen und habe einfach sofort angefangen, mir was zu überlegen. Ein bisschen Geld habe ich damals auch schon verdient, so, ne, mit YouTube, aber nicht viel, es hätte nicht gereicht. Aber dann habe ich halt angefangen, die ersten Pläne zu schreiben und so ein Krams und Programme zu designen und dann ging es los, Mann. Da habe ich auch erst Business Sense bekommen. Also ich habe Business Sense bekommen, weil ich musste. So, ne? Ich hätte sonst, mein Gott, ich denke hammerhaft darüber nach. Hätte ich damals einen Job bekommen, zum Beispiel bei meinem ersten Arbeitgeber, wo ich aus Praktikum gemacht hätte, ne? Würde ich da jetzt noch arbeiten und wäre unglücklich as fuck. Weil ich nicht die Eier gehabt hätte, wieder wegzugehen zur Bank. Solange du in dieser Wärme sitzt dort, du kriegst monatlich dein Gehalt, ne? Dann nimmst du vieles hin, Mann. Du nimmst sehr vieles hin und lange. Und dann hättest du dich vielleicht verpflichtet mit einem Haus, was du gebaut hättest oder was weiß ich. Und auf einmal kannst du gar nicht mehr zurück und ich würde da sitzen und wäre einfach so unglücklich. Ich liebe das alles, dass es so passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Aber es war natürlich, also das Einzige, woran man sich wirklich hart gewöhnen muss, und das war schwer für mich damit zu leben, dass du nicht weißt, ob der nächsten Monat läuft. Und das ist sehr schwer für uns sicherheitsbedürftige Menschen. So, ne? Das ist ja so ein Grund, wie sagt man, der Maslow'schen Bedürfnishierarchie, so, das ist ja so ein Grundbedürfnis, dass man wenigstens was zu essen auf den Tisch stellen kann. Ne? Und wenn das wackelt, aber dann, ja. Aber dann ging die Reise erst los, Mann, weil dann habe ich den Endgegner Finanzamt kennengelernt, Endgegner Krankenkasse, wenn du aus dem Studium in die Selbstständigkeit kommst, auf einmal sagen die, ja, du hättest die letzten 10 Monate schon Höchstsatz zahlen müssen, ne? Was ist Höchstsatz? Oh, 800 Euro, oh, 8000 Euro, ja, gib bitte jetzt. Oh, Pfändung kann sofort gefändet werden, weil es Krankenkasse, okay, Bro, klar, hab 8000, musst du ja nur 40 Millionen Steuern, okay. Naja, haben wir uns durchgedribbelt irgendwie, ne? Hilft ja nichts, aber war wirklich genauso war's. Also, ich finde es super spannend, also, ich habe mehrere Erfahrungen, nicht nur ich persönlich, sondern auch im Umfeld mit Jobcenter. Also meine Erfahrung war sehr negativ. Ich kenne aber Leute, die haben sehr positive Erfahrungen gehabt, wo du dann den Berater hast und du sagst, ey, ich will das und das machen. Er sagt, ja klar, mach mal. Ich bin nach meiner Ausbildung bin ich hingegangen und gesagt, ich will den Scheiß nicht mehr machen. Ich vergiss es. Ich so, Einzelhandel und ich? Niemals. Wir gehen so. Einzelhandel ist wir gehen so, soll ja nicht so geil sein. Ne? Wir gehen so. Ich bin da und Einzelhandel da. Die so, aber sie haben doch eine Ausbildung und sie können doch
Sie können doch jetzt einfach arbeiten gehen. Ich so, ich will aber studieren gehen. Aber Sie haben doch einen Hauptschulabschluss. Ich so, ja, ist mir egal. Ich will das nicht machen. Ich so, ich, keine Ahnung. Haben Sie was Besseres? Sagt so, ja, nicht, aber Sie könnten ja, was Lavative, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich wollte auf jeden Fall studieren gehen. Ich sagte so, nein, ich will das jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock. Du kennst das. Du denkst, wenn du Studium machst, dein Leben wendet sich um 180 Grad. Ob es jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber potenziell die Wahrscheinlichkeit ist halt schon höher, dass du mehr Geld verdienst als mit einem normalen Ausbildungsjob. Ne? Also, ja. Wie gesagt, also nicht jeder, aber. Ist das overrated oder underrated studieren? Studieren, ich würde sagen, kommt auf den Studiengang an. Also wenn du irgendwie Maschinenbau oder so studierst, das ist auf jeden Fall underrated, aber extrem schwer, Junge. Wir hatten so ein paar Elemente mit Statik 1, so ganz basic. Ich dachte so 4-0, so wuhu, bestanden. Ne? Von daher, wenn du natürlich so brotlose Kunst studierst, ich will jetzt keinen spezifischen Studiengang nehmen, weil dann würde ich jetzt Leute irgendwie ja, schlecht Kommunikationswissenschaften kriegen. Meinst du? Nee, ich weiß gar nicht. Oder Philosophie, was ich im Nebenfach studiert habe. Ja, sowas in der Richtung, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist halt ein spannendes Fach. Philosophische Themen schon unterhalten. Meistens waren das mit Taxifahrern, Mann. Also die sind immer sehr philosophisch, oder? Ja, weil die haben, das ist halt das, was du kriegst. Also du machst das Philosophie und dann kannst du Taxifahrer werden. Das ist auch bewiesen. Das ist Nummer 1 Einstiegsjob. Auch erstmal, um deine kommunikativen Fähigkeiten zu stärken, bevor du dann auf einmal, wenn du alt und weise, guck mal, du musst, um ein erfolgreicher Philosoph sein, alt und weise auch sein. Und du musst ja auch erstmal alt und weise werden. Das heißt, du bist ja nicht gleich alt und weise so nach dem Studium. Das heißt, du musst erstmal Taxi fahren. Das ist auch gut, man lernt Menschen kennen, man kommt rum so. Das ist wichtig. Lernt Straßen und so. Dann brauchst du auch keine Kommunikationswissenschaften mehr studieren, weil dann lernst du das auch gleich mit. Ne? Dann hast du direkt fast zwei Studienfächer in einem. Ja. Wenn du ein bisschen arbeitest, perfekt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die versuchen dir das natürlich schon auszureden. Und du musst dich dann, also hätte ich mich nicht selbst drum gekümmert, das war auch total abgefuckt, du musst dir mal vorstellen. Also wenn du einen Beruf, wenn du eine Berufsausbildung hast und du willst deinen Realschulabschluss nachmachen, so, dann gibt es nur, also bei uns zumindest, gab es nur Abendschule. Wenn du aber nicht 3 Jahre in deinem Beruf gearbeitet hast nach der Ausbildung, kannst du nicht an die Abendschule. Ja. Pascal, wo gehst du dann hin, Pascal? Also, ich kenne das sehr gut, weil ich dasselbe gemacht habe. Ja. Nicht die Abendschule. Ich bin nach Hamburg gegangen, das ist ein anderes Bundesland, um FOS zu machen, Fachoberschule in einem Jahr. In Niedersachsen? Nee, das war in Hamburg. Da habe ich dann Fachoberschule gemacht, da kriegst du eine Fachhochschulreife als Abschluss. Und in Niedersachsen kannst du an eine Uni gehen mit Fachhochschulreife, also ohne Abitur. Ah, der Hamburg ist eigenständig, ne? Ist ja Hauptschüler halt, ne? Wissen das gar nicht. Wissen sie das nicht. Aber In Niedersachsen geht das auch, wie gesagt. Und da bin ich dann hingegangen, weil wir direkt, also 20 Kilometer von hier ist halt Niedersachsen. Genau. Und die haben einfach genommen, die haben gesagt, ja, komm, kein Problem. Komm, Bruder. Komm, ja. Komm. Dann das hätte Schleswig-Holstein auch nicht gemacht. Da wäre ich auch aufgeschmissen. Ich habe nämlich auch während der Bundeswehr die ganze Zeit geguckt, so Abendschule und einer so, ja, ich habe Abendabitur gemacht in 3 Jahren. Ich so, meine ganze Dienstzeit. Soll ich jetzt jeden Abend noch stundenlang ins... Das schaffe ich doch gar nicht. Ist doch unmöglich so. Und deswegen muss man andere Wege finden. Aber ja, du hast recht. Ja, das ist natürlich auch die Kernkompetenz, wenn man dann so ins Studium kommt, dass man muss lernen, sich selbst zu organisieren und Sachen selber in die Hand zu nehmen, selber sich zu informieren, weil das macht keiner für dich. Ne? Da kommt auch keiner zu dir und sagt dann so, ey Kollege, jetzt wenn du dich hier und da bewirbst, kriegst du irgendwie voll die Vorteile, sondern do it oder verhunger so. Ja. Mach dein Praktikum so. Mach deine Semesterferien irgendwie sinnvoll. Der Hot, der Kelp macht Praktikum jetzt. Ja, so ungefähr. Wenn es lohnt. Nicht mal. Wenn du Geld kriegst. Wenn du Geld kriegst im Praktikum. Müssen wir dir nicht bezahlen, weil du Praktikant bist. Du kannst froh sein, dass du überhaupt irgendwas bekommst. Dort. Alter Schwede. Ja, ist interessant. Aber es gibt auch Leute, die haben wirklich Glück. Also, wie gesagt, ich kenne welche, die gehen hin und sagen, ich will das. Okay, hier. Also ich habe in Hamburg einmal, einen Monat lang brauchte ich Hartz IV. Oder es war damals richtig so Hartz IV halt, ne? Weil ich war halt, ich hatte nicht gearbeitet und so. Und ich bin hin und ich meinte, einen Monat, dann beginnt meine Schule. Ich brauche wirklich schon diesen einen Monat. Ne? Die könnten ja richtig Auge machen so mit hier, du musst dann noch das. Aber die war halt ganz cool, weil sie meinte, wir haben so über mich geredet und über meine Bundeswehrzeit. Ihr Sohn war auch bei der Bundeswehr und habe ich ihr so ein paar Sachen über die Bundeswehr erklärt, die ihr Sohn ihr so nicht erklärt hat. Und dann hat sie mich gemocht und gesagt, guck mal hier, machen wir ganz easy hier. Tak, tak, hier, kriegst einen Monat, zack, fertig. Danach bist du raus und dann ist gut. Und ich so, oh, das war geil. Ja. Nachdem ich 2 Stunden auf den falschen Flur gewartet habe, weil die mich eine falsche Nummer haben ziehen lassen. Aber gut, damit kann ich leben. Das war auch noch in Jenfeld oder so. Also Hamburger werden es kennen. Da das Sozialamt, nennt man das so. Das ist jetzt, also da ist auch so mit Securities und so. Ne? Das sind auch Securities auf jeden Fall. So, da wird nicht so viel Spaß gemacht. Da haben die Mitarbeiter auch nicht so viel Lust. So. Die sitzen da auch hinter Glas und so. Echt? Das ist richtig so? Bei mir nicht, aber auf unteren Etagen schon. Der Podcast nachher in Jenfeld. Wo sind wir gelandet? Wir reden über das Jobcenter. Genau, wir reden über unsere Zukunft. Aber wenn wir schon bei Tiefe sind, also tief angekommen, dann Squad-Tiefe. Underrated, dieser Überleitung. Underrated oder overrated?
Leonidas auf jeden Fall sagt, ist overrated. Was sagt Pascal? Ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen overrated. Also im Powerlifting hast du eine gewisse Tiefe, du brauchst, aber bei allen anderen Sachen kann man halt echt gucken. Da muss man auch nicht tief beugen. Leonidas hat auch Probleme, tief zu beugen, so ein bisschen aufgrund seiner Hebel. Ne? Man muss halt fragen, wofür man die Übung macht und so. Also Kniebeugen an sich ist auch overrated. Du musst, also würde ich sofort sagen, du müsstest gar nicht Kniebeugen machen, nur weil Kniebeugen ist nicht besser als Kniebeugen an der Hackenschmidt. Hackenschmidt-Kniebeugen ist auch Kniebeugen, nur geführt am Ende. Klar, ist, ein paar Elemente sind anders und dann brauchst du ein bisschen mehr Stabilität und all so ein Bums, aber das ist jetzt je nach Zielsetzung gar nicht so wichtig vielleicht. Interessant. Und Kniebeugen an der Multipresse? Das ist jetzt die zweite Overrated, Underrated Dings, Bums. Ach so, ist Overrated, Underrated. Ist auf jeden Fall Overrated. Sollt ihr nicht machen. Ist auch eine Kniebeuge und bricht genau mit dem, was ich vorher gesagt habe, weil es auf einmal ist ein Faktor hinzugekommen, nämlich die Multipresse. Das heißt, das machen wir dann nicht mehr. Sofort. Okay. Wer diese Ironie nicht versteht. Ne? Okay, perfekt. Und was ist mit Döner-Teller? Absolut Underrated. Müssen wir aufleben lassen dieses Jahr. Also, weil wir ich fasse das noch zusammen, weil Subway wir Subway, genau, wir boykottieren das und stattdessen gehen wir Döner essen bei dem Dönermann unseres Vertrauens, der auch Haare schneidet. Besten Fall schneidet er auch Haare, ja. Perfekt, das klingt nach einem Plan. Aber nicht Bart. Nein, Bart immer selber, weil, Junge, immer, Bart immer zu kurz, immer zu kurz. Du sagst nur ein bisschen, nur Kontur. Ja, Bruder, nur Kontur. Zack, weg, Hälfte weg. Und wieder 3 Monate wachsen, das sieht aus wie ein Penner. Schlimmste. Ja. Würdest du sagen, Calisthenics hat einen großen Hype? Also jetzt voll Themenwechsel, aber müssen natürlich abarbeiten. Weiß nicht. Ich kriege das gar nicht mit, weil ich dafür nicht so drin bin. Aber obwohl doch, dafür, dass ich es natürlich überhaupt schon mal mitbekommen habe, dass es das gibt, heißt es ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen an Bekanntheit gestiegen. Ne? Ich kann aber nur eine Sache sagen zu Calisthenics. Dass, wenn immer ich ein Thema mit Calisthenics, ich war zum Beispiel mal Powerlifter im Calisthenics Trainingspark oder so, da bin ich dahin und habe dann so Gewichte mitgenommen und habe da Kreuzheben gemacht, also ich habe keine Calisthenics gemacht und habe so ein paar Calisthenics Witze gemacht. Es war so krank, die Calisthenics Szene ist scheinbar so sensibel, Mann. Ich habe da echt Hate bekommen. Dann habe ich letztens den Tonio so ein bisschen geärgert, so wie tief man dippt, das ist ja ein sehr guter Dip-Calisthenics-Mensch. Mhm. Mit Dip-Tiefe. So, das war halt ein Joke, Mann, weil alle machen doch immer über Sumo-Jokes und Powerlifting-Jokes. Aha. Ey, ich habe legit Hate bekommen. Legit Hate. So Leute, die ich gar nicht kannte. Mach erstmal einen richtigen Sport, bevor du über Calisthenics redest und so. Und ich denke mir halt so, yo, was ist los mit euch? Warum so, so niedriges, wie heißt das, Selbstmittel-Dings, ihr wisst, was ich meine? Selbstwertgefühl? Ja, die waren auf jeden Fall sehr schnell sehr getriggert und auch das saß auch tief so. Also es hat die getroffen, weil ich habe einen sehr krassen Sarkasmus und sowas und mir macht das gar nichts. Ihr könnt da echt so, Sumo ist Cheating, keine Räume, es ist original auch wirklich lustig, finde ich. Ne? Aber das war schon heftig, da hat man schon wirklich gesehen, dass die verletzt waren. Das tat mir dann auch leid, weil wenn es Leuten auch, wenn es die verletzt, so, dann tut es mir auch wirklich leid. So, ne, dann habe ich da was falsch eingeschätzt. Dann dachte ich, die kommen damit weg. Das sind, naja, da kriege ich jetzt auch wieder Hate für garantiert. Aber ja, ich mag es eigentlich so. Aber es gibt ja auch, also Toni hat mir erzählt, in der Calisthenics-Szene ist viel schlimmer noch, weil die sich untereinander noch viel mehr haten, weil die sagen, Kniebeugen ist ja kein Calisthenics mehr, weil es ja nicht mehr mit Körpergewicht. Das ist Weighted Calisthenics. Das ist ein Weighted Calisthenics und das ist auch kein richtiges Calisthenics mehr. Und die haten sich halt untereinander noch viel mehr. Also es ist ja immer so in so Subgruppen, dass sie sich untereinander meistens eh schon selbst so stark kannibalisieren, dass sie niemals groß werden. Ne? Deswegen, aber ja, ja, weiß nicht, ich habe keinen Bock drauf, aber Calisthenics ist Calisthenics halt. Hast du Angst, dass es den Powerlifting, den Rang ablaufen wird und dann bald der neue Hipster-Sport wird, den alle machen und dann Online-Coaches da hervorsprießen? So. Alter, Training, Online-Coaches im Calisthenics ist auch wild. Ich weiß ja, dass die sich immer so ein bisschen Infos herholen, deswegen mir folgen hin und wieder mal Weighted Calisthenics-Leute, also recht viele sogar, weil die halt Kniebeuge-Tipps und so wollen, für Kniebeugen. Ne? Ich gebe ja leider nicht so viele Tipps, weil ich mache ja immer nur so ironischen Content, aber das finde ich immer ganz cool, so, weil aus der einen Disziplin, also so würde ich es machen halt. Du holst dir praktisch das Beste aus den Disziplinen jeweils raus und dann ist die Schwierigkeit natürlich so, die Trainingsplanung aufeinander abzustimmen, also die Belastungsparameter, ne? Weil du ja doch plötzlich jetzt 5 Disziplinen, glaube ich, haben die, alle gleichzeitig verbessern willst. Aber ja, hoffentlich wird das der neue Hype, Mann. Dann kann Paul ein bisschen ruhiger werden und so. Und dann kommen die alle wieder zurück mit kaputten Schultern nach Dips. Ja, spannend, weil eigentlich hatte ich Weighted Calisthenics oder Calisthenics generell nie so auf dem Schirm, aber bei mir hier um die Ecke hat ein Gym aufgemacht. Und ich glaube, kennst du den Robin Stolze? Ja, den kenne ich von den Social Medias halt. Ja, und der ist halt so der Gym-Inhaber praktisch. Also das ist wirklich so. 2 Kilometer, 3 Kilometer von hier. Ja. Der ist den gucke ich mir sogar manchmal an, das finde ich ganz spannend. Der macht auch immer so motivationale Sachen, so ein bisschen so hier, damals war ich so und jetzt bin ich so. Das finde ich ganz ehrlich ganz cool. Ja, ist schon gute Qualität und alles. Ist schon ein stabiler Typ so. Gefällt mir. Ja, ist schon
Ja, und das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt Calisthenics kenne, weil ich das irgendwie so, ich war einfach bei dem, ich kenne auch seinen Co-Partner, der hat so ein bisschen verzwickte Beziehungen, weil sein Typ, mit dem er da zusammen dieses Gym aufgemacht hat, hat in einem anderen Gym gearbeitet, wo ich mich als erstes angemeldet habe. Und damals so haben wir uns irgendwie so, weißt du, kennst du, quatschen mit den Leuten und er wollte mich für sein Coaching irgendwie so anwerben. Und ich so, nee, ich habe Team Andro-Plan, ich weiß schon, was ich tue, so Ganzkörper, dreimal die Woche, weißt du, Grüße an irgendwann. Team Andro an der Stelle. Grüße an Team Andro. Ich gebe immer ganz viele Props an Team Andro, weil ich finde auch, weißt du, diese Forenstrukturen sind zwar tot, aber man kriegt da schon immer noch gute Tipps. Also wenn du da, also ich will jetzt Es hat nicht auch mit eine dir. gewisse Romantik, Mann. Ja, Du bist da so klar. drin, man, es gibt diese Foren-Romantik, diese Foren-Jokes, man hat das Gefühl, man gehört zu einer Elite, so. Ist auf jeden Fall schon cool. Kriegst ein paar Basic-Trainingspläne, die immer noch besser sind als jeder Scheiß, den du McFit kriegst und. Also kann der beste, der spaßigste Plan, weil du es vorhin auch gesagt hast mit dem Bodybuilding, war dieser, ich sag's immer wieder, dieser Dreier-Split von Team Andro, Push-Pull-Beine, jedes Mal fast umbringen, dreimal, viermal die Woche irgendwie und Pump des Todes und du machst Ausfallschritte durch dieses Gym und fällst Durchs fast Gym um laufen, und McFit, Wandsbek, Leute, Grüße gehen raus, Androplan, Ausfall, Lunges, hin und her, bis du kotzt, nicht mehr gehen kannst, Gewicht abwerfen, geil, Mann, beste, war die beste Zeit. ja, Das ist die Pump, du Basis denkst, von meinen es sportlichen explodiert. Leistungsfähigkeit. Perfekt, perfekt. Pascal, siehst du, das ist, wir haben viele Gemeinsamkeiten hier. Zumindest was Team Andro angeht. Powerlifting-Wettkämpfe in Deutschland, was würdest du ändern? Mehr machen. und ich finde diese festgefahrenen Vereinsstrukturen ein bisschen nervig, sodass Wettkämpfe praktisch immer an Vereine, also im BVDK gebunden, das ist klar, dass Vereine das ausrichten müssen, aber die kriegen dann immer, die sind sehr auf sich selbst gestellt, kriegen sehr wenig Förderung, da braucht es immer wirklich Leute, die richtig Bock haben, so. Dann haben wir private Strukturen, die Wettkämpfe veranstalten, die richtig Bock haben und richtig geile Wettkämpfe machen, aber halt keine Vereinsstruktur sind, also ich zum Beispiel nicht teilnehmen darf als Kaderathlet auch. Und da könnte man viel mehr zusammenarbeiten, denke ich, und das ist auch von allen gewollt eigentlich, aber dann haben wir halt so strukturelle Probleme, die dazwischen stehen, so Verein, nicht Verein und Kontrolle, wer startet, wer nicht und also ein Blödkram, also total unnötige Streitereien. Aber ansonsten eigentlich kann man nur sagen, mehr und mehr Action, mehr Lautstärke, mehr geil einfach rein. Hast du mir überlegt, selber sowas zu organisieren? Ja, aber es ist unfassbar umfangreich und ich habe nicht die Muße dafür. Man kann ja nur auf so X Menge an Hochzeiten spielen und deswegen sollen das Leute machen, die das gut können und die Luft dafür haben. Und ich supporte die meisten Wettkämpfe, also ich sponsere richtig viele Wettkämpfe. Also ich lasse da wirklich Geld so, ne? Also so fünfstellig im Jahr sponsere ich an Wettkämpfe. Das hänge ich auch nie an die große Glocke, weil ich das halt so, ja, hilft ja nicht. Also es ist nur, weil ich es jetzt an die große Glocke mache, das andere nicht auch. Dann finde ich es cool, wenn du jetzt sagst, ich habe gespendet, dann spenden andere auch. Das finde ich cool, so, dass man das auch sagt. Aber es hilft ja nicht, ne? Und außerdem sehen es die Leute ja immer in den Sponsorenlisten und so. Aber ja, genau, das mache ich. Würdest du sagen, so ein Total ist wichtig, um zu starten? Ich weiß, du sagst jetzt nein, aber abseits von der romantischen ja, Bezeichnung, Also dass ich man sagt. finde, pass auf, ich finde es so, es ist wichtig. Aber wir haben es mittlerweile so strukturiert, dass eben jeder starten kann, aber nicht unbedingt weiterkommt. Das heißt, er muss erstmal ein qualifizierendes Total machen, um auf eine DM zu gehen oder auf eine norddeutsche DM. Und das finde ich gut. Und da sind Totals wichtig, weil da will ich einfach nicht, dass da 100 Starter sind, mit denen ich in einer Gruppe, die den Wettkampf in die Länge ziehen, organisatorisch hammer kompliziert machen, wenn du wirklich nur 10 nehmen könntest bei einer DM, die wirklich kompetitiv sind, auf die es ankommt. Und der Rest kann sich praktisch, also der Rest in Anführungsstrichen jetzt, soll sich nicht abwertend anhören, auch wenn es der eine oder andere vielleicht so anhören wird, aber es ist einfach sportlich. Wer nicht in die Playoffs kommt, ja, der kommt halt nicht in die Playoffs, Mann, der ist vorher rausgeflogen. Und jeder, der halt nicht genug totalt, kommt halt nicht in die Playoffs. Und so einfach ist es. Das heißt, die machen ihre lokalen Wettkämpfe und haben ja auch dann fortwährend immer wieder kleine Ziele. Die sagen, ey, mein Ziel ist erstmal das Bayern Ding da zu machen, ja, genug, damit ich da starten kann und so. Und dann gehen die weiter hoch. Und für diese kleineren, lokaleren Wettkämpfe oder auch die privat orientierten spielt Total keine Rolle. Da kann jeder hingehen. Da bin ich auch, meine ich auch wirklich so. Also, das ist wirklich so, dass ich sage, ich gehe da hin und ich klatsche für einen 93er Mann, der 75 Kilo beugt. Ohne Scheiß, wenn das für ihn wirklich seine Leistung ist, also es ist eigentlich für niemanden eine Leistung so, aber finde ich das geil. Dann finde ich es geil zu sehen und das ist mir egal. Und das ist auch wirklich so gemeint. Aber eben im Ligabetrieb sozusagen will ich nicht zu den Worlds gehen. Ist es auf den Worlds auch so, dass du ein Land hast, was wirklich unfassbar schlecht ist, in Anführungsstrichen, ja, mit denen du dir die Plattform teilst. Da haben wir aber natürlich eine andere Struktur. Du kannst ja nicht sagen, das Land darf nicht kommen. Wenn die jemanden haben, den sie nominiert haben, dann darf der kommen, ist ja klar. Aber
ja, ich will keine DMs mehr sehen mit 30 Startern in meiner Klasse, mit 3 Flights, die alles in die Länge ziehen, Wettkämpfe 6 Stunden gehen, kaum organisiert werden können, die Spotter sterben, nur weil die halt auch starten dürfen. Also wir sind hier, da bin ich zu leistungsorientiert für. Aber ansonsten darf jeder starten, immer und überall. Also auch du, ja. Auch ich, ja, ich glaube, das kannst du vergessen. Hier ist ja immer hier so eine Debatte. Also Julian will immer, dass ich Bodybuilding starte. Ich sage immer nein und dann sagt er, warum nicht Powerlifting? Ich sage, ja, da bin ich zu schwach und dafür das andere bin ich zu dünn. Deswegen einfach YouTube machen, besser, weißt du? Ist auch, ja. Macht mehr Sinn. Also lieber kluge Tipps geben, ist ja immer einfacher, als selber was zu machen. Was denkst du denn, wenn du jetzt in der, also 83er, 93er sind ja wahrscheinlich so die beliebtesten Klassen, ne? Wahrscheinlich bei den Männern? Ja, eigentlich nicht mehr so. 93er, 105er, 83er ist halt schon. Schon dünn? Ja, war schon beliebt so. Mittlerweile geht ein bisschen der Fokus weg. Eher ein bisschen schwerer. 105er so wird Start gut durch auf Welt. 93er ist auf jeden Fall die kompetitivste Klasse in diesem Jahr gewesen und auch am meisten gehypt. Aber insgesamt ist die 83er noch recht prestigevoll, ne? So, aber ja, das ist ja so der dicke Bauch, die Mitte halt, ne? So die Gaußsche Glocke der Normalverteilung 93er, 105er so. Und dann wird es natürlich in die schweren ein bisschen dünner. Das heißt, da gibt es ja auch die meisten Interessenten, weil die selber in der Klasse sind, ne? Würdest du denn sagen, was wäre so, ja gut, das ist auch eigentlich eine doofe Frage, aber so ein bisschen kann man das sicherlich irgendwie ableiten. Wenn du sagst, in der 93er, wie groß solltest du für so einen 93er sein? Ich meine, klar, du hast immer Hebel, die wichtig sind, aber es, wenn du 2 Meter groß bist und 93 Kilo wiegst, wirst du wahrscheinlich weniger performen können als in einer offenen, aber so bis 1,8, ist wie im Bodybuilding, weißt du, was ich meine? Du hast ja, halt so einen gewissen Rahmen. Ja, also ich bin eigentlich schon ein bisschen groß für die 93er, aber es gibt größere, es gibt auch einen, sehr gut, Gustav aus Schweden, der ist, glaube ich, 1,83 oder so. Aber in der Regel kannst du so bis 1,72, glaube ich, wäre wirklich so für die meisten ganz geil. Also so sind auch die richtig guten meistens dann groß, bis auf ein paar Ausnahmen. Ne? Ich bin eigentlich zum Beispiel mit 1,75 so ein 105er, so ein perfekter 105er. Auch wenn ich im unteren Bereich der 105er werde, sind noch ein paar größer. Aber du kannst es tatsächlich schon sagen, so grob. Ne? Heißt nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, aber so die meisten kann man schon sagen. Also bis 1,75 bist du schon fast groß in den 83ern. Aber dann, 93ern, sorry, in den 83ern bist du viel zu groß. Ja, aber was hast du dann mit der, was gibt es da noch? Ich glaube 73, 72? 74 gibt es auch. Das ist, glaube ich, die dünnste Männerklasse, ne? So, dünnste, nee, es gibt noch die 59, was gibt es noch? Irgendwas mit 60, 66er. Echt? 59. Ja, aber das hat man nicht so auf dem Schirm, ne? Das hat man ja halt nicht mehr so. Nee, das ist halt die Gaußsche Glocke so, dass die interessieren sich eben jetzt dann nicht mehr so viele für, ne? Aber ja, da gibt es auch krasse Athleten. Und der beste 66er gerade, Panna aus Frankreich, ist auch 1,75. Ich habe neben den gestanden auf den Worlds, ich habe den kennengelernt, der ist so groß wie ich, aber halt dünn wie Sau, ne? Also wirklich dünn wie ein Stock. Und der ist auch richtig stark, aber. Also das ist Wahnsinn, ne? Ja. Der, wie heißt der, Nikolai irgendwas? Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Der ist ja, glaube ich, in der 83er gewesen, geht jetzt in die 90er da hoch da. Oder vier, ist das 84 oder 83? Nikolai hier aus Köln, kommt er aus Köln? Ja, ich glaube schon. Ist ein Deutscher, also Nikolai Rajkowski oder Rajkowski? Ja, irgendwie so. Irgendwie so der geht in die von der 74er in die 83er, wenn ich richtig liege. Ja, oder so. Kann auch sein. Der ist auch, also dünn, aber wahnsinnig stark. Also, so, aber er ist ja auch halt auch shredded und all so ein Krams, ne? Ja. Also den kannst du ja so, dünn ist ja immer bös gesagt so, aber. Ja, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Wir wissen, glaube ich, alle, was also, du meinst. Ja. Nicht jetzt dünn im Sinne von dünn, aber na klar, der ist in Form. Der könnte auch in die 105er oder die 93er gehen, speckig, ne? Aber ist halt nicht sein Antrieb wahrscheinlich und sein Ziel. So. Also finde ich halt immer nicht, so beinahe. Der ist auch nicht klein, ne? Der ist jetzt nicht kleiner als ich, glaube ich, oder vielleicht gleich groß oder so. Ja, wahrscheinlich gleich groß. Also das weiß man jetzt nicht, aber wenn man es auf den Bildern sieht, kannst du ja immer schon so ein bisschen herleiten. Ja, ich habe mich auch schon, also wir kennen uns auch vom Live-Treffen, deswegen, ich glaube, der ist jetzt nicht auffällig klein. Also der ist, glaube ich, meine Größe so, oder wir sind gleich groß. Vielleicht ist er so größer als ich, weiß nicht. Das Glas, aus dem du trinkst, ist auf jeden Fall zu klein. Das Glas ist wahnsinnig klein, aber ich habe auch so einen mega Pepsi-Konsum. Ne? Glas auf Kopfgröße angelegt. Ich weiß, das hast du aus so einer Diskothek oder so geklaut. Ne? Das ist ein sehr emotionales Glas. Da hast du, glaube ich, auch mehrmals erzählt, deswegen ist das hängen geblieben. Ich habe so gerne nochmal. Nein. Nach 1 Stunde 20. Komm. Also, nein, wie lange hast du eigentlich Zeit, bevor wir hier. Ja, so jetzt, so bald noch. Ne? So ein bisschen können wir noch, wenn du nur ein, zwei Sachen hast. Machen wir noch ein paar Minuten. Vielleicht ein bisschen was Kontroverseres. Wie erstaunlich findest du, dass es aktuell so viele Talente gibt, die so krass rausstechen? Denkst du, das ist nur, weil Social Media einfach die Plattform bietet, dass man diese Athleten halt immer mehr sieht, als jetzt Bodybuilding oder Powerlifting, Beispiel Jona, ne? Ist ja Wahnsinn. So, da kommt ein Typ aus dem Nichts und beugt so alles weg und hat eigentlich,
nie Powerlifting trainiert und hat ja wahnsinniges Potenzial. Ist das nur, weil man die Leute jetzt, also weil man ihnen eine Plattform gibt im Endeffekt und sie eine Plattform haben, sich zu präsentieren und das natürlich dann mehr machen? Oder sind sie gar nicht so talentiert und andere Dinge? Nee, die sind eigentlich Müll, aber die können gut blenden. Nein, Nein, Spaß. Ja, also es ist eine Frage der Population. Ne? Wenn jetzt mehr Leute in Powerlifting kommen, ist auch nur eine Frage der Zeit, dass mehr Ausreißer reinkommen. Mhm. Ne? Hätte der zum Beispiel jetzt nie mit dem Powerlifting Kontaktpunkt gehabt, sondern nur weiter Bodybuilding, wäre natürlich auch im Bodybuilding ausnahmemäßig in Masse. Ne? Also der Typ ist massiv as fuck, ist unfassbar. Mhm. War ja jetzt eine Woche gerade erst hier vor ein paar Tagen bei mir. Deswegen, wenn dann das noch dazu kommt, dass die auch wirklich in den Sport kommen, ne, dann hat man natürlich auf einmal ein böses Gemisch. So, ich würde die Antwort in der Population finden. Und jetzt kannst du ja im Powerlifting, also Jonah hat auch noch richtig viel Potenzial, ne? Der kann noch viel, viel besser werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er ein sehr guter Powerlifter, aber wir haben auch viele Powerlifter, die halt noch besser sind, so doof gesagt. Ne? Also er hat ich glaube, 496 Dots und ich habe 503. Und wie gesagt, ich will ihn auf keiner Art und Weise schlecht machen, aber man muss ein bisschen eine Relation setzen auch zu seinem Körpergewicht, wie gut er nachher wirklich ist. Wobei ich aber sagen muss, wenn er sich jetzt noch ein bisschen anstrengt, ein paar Jahre, dann macht er 55 und mehr, also richtig Weltniveau, ne? Weltelitenniveau, wenn er sich anstrengt noch. Das heißt, er ist ja gerade am Anfang. Nur muss man eben relativieren, dass in seiner Gewichtsklasse seine Leistungen halt ganz gut sind. Aber halt noch nicht Weltelite und Weltklasse. Ja, klar. Da muss er noch ein bisschen besser für werden. Ne? Wenn du den Leuten dann aber jetzt auf YouTube ein Video machst, hey, 220 Bankdrücken, na klar, drehen alle durch. Aber wenn du auf der IPF guckst, in der Gewichtsklasse ist 220 halt Durchschnitt. So, ne? Das drücken 390er bei mir so. Da haben wir deutsche krass. 390er, die drücken 220. Was, wie gesagt, Jonah, ne? Liebe Grüße. Ich will auf gar keinen Fall hier den Eindruck machen, als wenn ich jetzt hier irgendwie läster oder so. Aber da muss man einfach den Realismus muss man sich wahren. Ja? Mhm. Und Jonah wird bald einer der Besten der Welt sein, da bin ich mir sicher. Aber der ist ja auch noch am Anfang, der hat erst zwei Wettkämpfe gemacht. Ne? Aber ich weiß absolut, was du meinst. Im Bodybuilding habe ich da nicht so Ahnung, weil ich echt nicht so drin bin. Ich kenne natürlich Daniel Kubik und so, ich weiß, das sind scheinbar krasse Bodybuilder. Ne? Aber da bin ich jetzt, das kann ich nicht vergleichen. Mhm. Powerlifter kann ich vergleichen. Und da haben wir jetzt eben Athleten, die, ich bin ja jetzt auch kein guter, also ich bin gut, aber jetzt auch nicht der Beste der Welt und bin auch schon ein bisschen älter und so. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der Vergleichswert, ne? Bin der Drittbeste jetzt in Deutschland in der BVDK. Und da haben wir noch Joshua und Sascha Stendebach, die halt noch besser sind. Und Sascha ist ja noch mal ein ganzes Stück weiter. Ja? Der ja, hat eben. Ja bald in die 55 Dots. Ne? Wenn jetzt Jona an die 55 Dots hat, in Zahlen, ne, ist das absolut lächerlich. Dann beugt er 3,50, drückt 2,50 und hebt 3,85 oder so. Mhm. Das ist absolut absurd in Zahlen, aber das ist dann erst kompetitiv vergleichbar. Ne? Deswegen hat er noch viel zu erledigen. Wobei er selber schon natürlich wahnsinnig gut ist. Ja, aber das ist interessant. Eine Frage der Problem. In Amerika wird es ja noch viel krasser deutlich, wie viele kranke Athleten da jetzt in der letzten Zeit aufgepappt sind. Es ist unfassbar. Und da haben wir 390er, die 350 auf Zweier beugen, so Jamal Royster oder so, die unfassbar stark sind. Erst in der 380er hat er schon 350 gebeugt und so. Ne? Da reden wir von, also das sind diese richtigen Ausnahmetalente. Die sind auch noch jung, die sind oft noch Junioren. Ne? Also nicht Jamal nicht, aber viele andere. Oder Bob Matthews und so. Also da ist das noch viel prägnanter. Hm. Ja, super spannend. Ich würde es jetzt, also das ist immer schwierig zu fragen, aber es hat ja auch, denkst du im Powerlifting, wahrscheinlich schon, aber denkst du im Powerlifting, ja, man muss diese Frage immer stellen, es ist halt so, sind Steroide genauso präsent wie im Bodybuilding und auch in dem Naturalbereich, dass du dann halt auch diese, es gibt ja Fake Netties, sagen wir es mal so, die gibt es ja auch bei der, wie heißt denn dieser Verband in dieser Natural Olympia, die haben ja so eine Hall of Shame, kennst du die? Ach so, ja, nee, kenn ich halt nicht, aber aber die haben so eine Hall of Shame, wo halt so Athleten, und das bedeutet ja, das ist ja ein Phänomen, das existiert. Ne? Gibt's was im Powerlifting? Ist das sehr verbreitet oder denkst du eher? Also es ist nicht sehr verbreitet. Es ist auch nicht mal im Ansatz so weit verbreitet wie im Bodybuilding, würde ich jetzt einfach mal sagen, aufgrund meiner Erfahrung. So, ich habe keine Werte, ich habe keine Studien, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach, was ich denke. Das heißt, es gibt garantiert viele, die ballern, die das aber halt clever machen, sich nicht erwischen lassen und sich als Netty ausgeben. In der IPF zum Beispiel gibt es ja auch regelmäßig Leute, die überführt werden. In Deutschland zum Beispiel aufgrund des Datenschutzes und so kannst du sowas ja gar nicht publik machen, aber hier gibt es auch hin und wieder mal Leute, die überführt werden und da kenne ich auch jemanden hier aus Flensburg, Bankdrücker. Das kriegt nur keiner mit halt, ja, weil wegen Datenschutz und so ist ganz einfach, dagegen vorzugehen als Deutscher. International sieht das ein bisschen anders aus, aber wenn wir zum Beispiel Jamal Brown nehmen, auch einer der besten Powerlifter aktuell auf der Welt, der war vorher getesteter Athlet und wurde überführt. Da gab es keinen Aufschrei,
das wurde einfach hingenommen und dann ist er einfach gestopft gestartet danach, war es in Ordnung. Obwohl er natürlich vorher offensichtlich ein Betrüger war, so doof gesagt, ja. Naja, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen eine andere Kultur da drüben, also da würde ich eher den Fokus hinlenken. Ich zum Beispiel bin überzeugt davon, dass die Leistung, die wir sehen auf den zum Beispiel letzten IPF Worlds oder so, in nahezu allen Klassen natural erreichbar sind. Nicht überall, glaube ich. Also die ganz schweren Jungs, wir haben ja zum Beispiel mal einen Fall gehabt, Worlds, welches Jahr weiß ich nicht mehr, in Schweden, wo auf einmal die ganzen Super-Heavyweights extrem Leistungsabfälle hatten, extreme. Warum? 2 Wochen vorher wurde dieser Kanadier, ich weiß seinen Namen nicht mehr, überführt des Dopings. Und da haben wahrscheinlich alle so, oh fuck, Digga, und haben abgesetzt und haben wirklich hunderte von Kilos weniger getotalt. Ray Williams ist gebombt damals, einer der besten Powerlifter seiner Zeit. Und das ist ein guter Hinweis, denke ich. Da muss man eins und eins nur noch zusammenzählen. Ne? Zum Beispiel in meiner Gewichtsklasse, der 390er, kann ich absolut nicht sagen, ob die Leute auf den Worlds, auf denen ich war, Nettie sind oder nicht, aber die Leistung, die wir gesehen haben und die Leute, die ich dort kennengelernt habe, von denen glaube ich, dass sie Nettie sind oder zumindest das erreichen können. Mhm. Ob sie es sind, weiß ich nicht. Dann hatten wir aber auch Libanesen, die offensichtlich gestopft waren bis zum Gehtnichtmehr, Mann. Aber halt auch nur 23. werden, so für die juckt sich halt auch keiner. So ja. ungefähr. Aber würde man die mal testen, könnte man die wahrscheinlich überführen. Das ist wieder die Frage von institutionalisierten Doping, wie es in Olympia gängig ist, wie wir das ja aus den Dokus kennen, werden die halt von den Bundestrainern gedopt und mit Strategien, die staatlich finanziert sind und so ein Krams, ne? Wie bei Olympia so mäßig. Was ja zum Beispiel in Deutschland absolut nicht der Fall ist. Und bei den, in Amerika denke ich halt auch nicht. Aber wenn wir jetzt Division One-Athleten im Football nehmen in Amerika, von denen man auch weiß, dass die durch Ärzte so ein bisschen nachgeholfen kriegen, ja, und die werden danach dann die besten Powerlifter der Welt plötzlich. Mann, dann muss man auch wieder nur eins und eins zusammenzählen. Ja. Wahrscheinlich haben die dieselben Ärzte noch weiter für 1-2 Spritzen im Monat, damit das läuft. So, ne? Und da kann man ja auf Arten. Also mein Coach zum Beispiel, nee, nicht mein Kumpel. Irgendjemand, den ich kenne, sagt mir, Pascal, wenn du wüsstest, wie viele und wie auf welche Art und Weise die nachhelfen, ne, dann würdest du frustriert sein, aufhören. Dass du auf den Worlds 9. wirst als wirklicher Nettie, so, ist halt einfach schon eine massive Leistung, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob er das sagt, damit ich mich besser fühle und nicht in mein Kissen weine, ne? Aber ich glaube, er meint es wirklich so. Er sagt, die hantieren mit Mitteln, Wachstumshormone, Insulin, so ein Bums, der halt nicht nachweisbar ist, so einfach, und nicht wenig. Und einigen siehst du es auch einfach an, Mann. Die haben Hände wie Kloschüsseln, Klodeckel oder Kloschüsseln auch und die Ohren sind riesig und die Nase ist riesig und all so eine Sachen, ne? Also das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube, die Leute müssen sich selber dann ihre Meinung bilden. Ich nehme da nie ein Blatt vom Mund, so wenn ich Sachen wüsste, würde ich sie sagen, aber mir ist auch egal, wenn ich da mich selber in Bredouille bringe mit, aber für mich war es halt immer, ich bin immer schon nettig gewesen, aber ich glaube, es sieht man auch in meinen Leistungen und stellt, glaube ich, auch keiner in Frage und bei den anderen, keine Ahnung, ich gehe fest davon aus, dass der ein oder andere nachhilft, aber nicht in dem Umfang wie, also im Bodybuilding oder so. Das auf jeden Fall nicht. Also die Leute sind dann in ungetesteten Verbänden. Also die Stoffer im Powerlifting machen auch wirklich, die haben auch einen Kodex, die haben Ethos, die sind Baller-Powerlifter, so. Die reißen sich auch Muskeln ab, das finden die geil und die gehen auch gar nicht zu den Nettis, die hassen die Nettis, die schüren immer wieder Ärger mit und Angst mit den Nettis, haben wir hier in Deutschland ja auch immer wieder. Und so, die wollen das gar nicht, die wollen gar nicht verbunden werden, die wollen auch gar nicht dazugehören. Mhm. Zu Recht auch vielleicht, wer will schon Netti sein? Ja, also ich glaube, dein Coach will einfach nicht, dass du deinen Coach kündigst. Ne? Deswegen muntert er dich ein bisschen auf. Stimmt, auch da würde ich drüber nachdenken. Aber der ist halt auch Amerikaner. Und ist nicht Ami, er ist in Trinidad und Tobago, aber sein Coaching-Basis ist natürlich komplett in Amerika. Ne? Bist du sehr zufrieden? Ist das viel anders als das, was du sonst gewöhnt bist? Ja, ich bin mega zufrieden, weil deutsche Coaches in meiner Erfahrung hart dazu neigen, so zu helikoptern und zu overcoachen. Und Amis sind genau das Gegenteil, Mann. Die antworten ja manchmal einfach gar nicht und so. Das liebe ich. Ich liebe das. Solange das Wichtige gemacht wird, Mann, wenn es drauf ankommt, ja, brauche ich wirklich nicht auf diesen einen Tag X jetzt hier das Feedback zu meiner C-Position. Und ob da ein bisschen zu schwer war, juckt auch nicht. Ja. Get shit done und guck auf die Ergebnisse. Das ist der Fokus und das liebe ich. Ich könnte mich, glaube ich, nicht schwierig damit anfreunden, mit deutschem Coaching zu arbeiten. Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut zum Abschließen. So, abschließend. Ja, also ich habe dann noch ein paar Fragen, aber da dachte ich so, ja, okay, man muss ja auch mal gucken im Kontext, deswegen lassen wir das raus, weil sonst ist das wieder so viel rumgewirbelt. Hast du noch was zu sagen, Pascal? Nee. Doch, du musst aber sagen, dass sie den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da lassen sollen. Lass den Podcast keine 5-Sterne rein. Auf was für 5 Sterne? Auf Spotify? Auf Spotify, oder überall, hallo? Überall, oder was? Überall, einfach. Ja, auf Spotify, schallert rein, ich guck einfach jetzt, wie viele du hast auf Spotify und ihr erhöht diese Nummer bitte. Und dann mache ich mir so Fotos. Und dann gucken wir in einem Jahr nochmal. Und dann schickt ihr mir, ihr macht das und dann schickt ihr mir einen Screenshot bitte und dann verlose ich unter allen Screenshot einen, sein irgendwas richtig Heftiges.
Was richtig ja. heftig ist, aber das wird dann einfach ignoriert. Ihr habt jetzt 112. Ja, ich kann ja jetzt nicht, Mann, das ist doch doof. Nein, alles gut. Das ist jetzt, wir müssen jetzt 100 schaffen, Alter. Ich gebe jetzt auch erstmal eine ab hier. Boom. Ah, ja, komm, Show bewerten, mal schaffen. Sehr, sehr schön. Okay. Gut. Cool, Pascal, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ich weiß, das ist nicht so einfach mit Kindern und so. Das ist schon. Ja, die müssen sich gleich baden und ins Bett bringen und so. Mhm. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, ebenso. Vielen Dank und bis vielleicht irgendwann zum nächsten Mal. Jawohl, Kuss.